hallo und herzlich willkommen zu einer sechsten Folge einer Fighting Guys Talkrunde. Wir haben lange nichts mehr aufgenommen. Wir haben jetzt eine Idee gehabt, beziehungsweise John hat eine gute Idee hier in den Raum geworfen, aber erstmal. Nein, ja. Ja. Also, erstmal, sagt hallo. Willst du zuerst anfangen? Nee, erstmal hallo sagen. Ihr müsst euch doch sagen hier. Hallo, Beat'em'up Master. Beat'em'up Master. Genau. Jo, ich bin Beat'em'up Master. Ja, du bist es immer noch. Wie ich immer noch John Kill the Hunter bin. Und ja, ich bin. John Kill? Ja, ich bin immer noch John Kill the Hunter. John Kill? Okay. Ich bin mit diesem Thema gekommen und normalerweise wäre es etwas länger gewesen, aber DK hatte ein bisschen andere Obligations gehabt, deswegen mussten wir das ein bisschen runtercutten. Ja. Wie ihr schon beim Titel und vielleicht auch Thumbnail erkennen könnt, ja, heute geht's um Nostalgie. Also keine Ahnung, wie wir The Angry Video Game Nerd machen. We take you to the past. Ja, wir reden so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay, also bei mir sind das, sagen wir mal, ein recht aktuelles Spiel, aber wir haben unsere Top 3 Games of All Time jetzt ausgesucht und wir werden da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ja, so, ich habe meine 3 Games, ihr habt eure 3 Games, dann würde ich sagen, wie der Mapmaster, fang du mit deinem Platz Nummer 3 an. Okay, das ist Final Fantasy 8. So tief oder was? Was ist da los? Okay, erzähl mal. Was ist das? Er hat schon lange nicht gespielt. Wenn ich es einmal spiele, dann ist es bestimmt wieder Nummer 1. Ja. Ja. Aber ja, was verbindest du mit Final Fantasy 8 unter anderem? Tatsächlich habe ich das Back in the Day in der Zeitschrift gesehen. Nur, ich habe es doch nie gespielt. Ich habe es doch nie gespielt damals. Er ist erst sehr spät. 2008 gespielt. Okay. So spät. Wie kam es denn dazu? Ich habe halt kein Geld gehabt für andere Spiele. Das ist ja das. Okay. Und ich habe es gekauft, wo ich es zu blind praktisch war, schon was gekauft habe. Oh, es war eine Fantasy, will ich gleich holen. Ach, eine Sache. Sorry, dass ich halt zwischengrätsche. Ich hatte gefühlt das Thema vertauscht, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ja. Also ich dachte, es geht Nostalgie, aber da werden wir ja später darüber noch sprechen, nach dem Podcast. Ja. Also Nostalgie ist ja schon ein bisschen drin, ne? Ja, ist ja schon Nostalgie. Ja. Also, wenn es um unsere Liste geht. Ja. Weil ich hätte auch Super 6 oder so nehmen können, aber nee, ja. Das ist mein Fest. Ja, aber Final Fantasy 8 so tief bei dir. Naja, 2008 hast du es gespielt, oder was? Ja, zum ersten Mal. Okay. Oh, weil ich hab keine Demo gehabt. Hast du dir die PS2-Variante geholt oder die PS3-Variante? Nee, PS1 ist das gewesen. PS1, also original die Verpackung. Ja, und aha, okay. Mhm, genau. Okay. Aber ich hab's tatsächlich nicht auf der Original-Hardware PlayStation 1, sondern auf der PlayStation 3 gespielt. Also oder? Doch die PlayStation 3 Re-Release. Okay. Nein, ja, aber da musst du auch die CD wechseln. Ich glaube, ich habe es doch auf der PS3 gespielt. Ja, genau. Jetzt weiß ich's. Ich habe damals dann keine PS3. Das ist ja das. Und warum ist es für dich so eines der Top 3, also der Top-Spiele aller Zeiten? Was macht es so für dich? Also, ja, was ich da Anfang oder spiele, ist Flash Piece of Words. Es kann so gut wie gar kein Spiel. Also sehr wenige, sage ich mal so. Keine 10 Spiele können das. Verstehe. Weil es eigentlich fast perfekt hat, ne? Auch wenn es viele sagen, nee, das ist so die Geschmack. Nee, es haben die schon alles richtig gemacht. Das Problem ist halt. Aber es ist schwieriger. Das Problem ist halt, Final Fantasy ist wie so ein. Ja, jedes schmeckt anders. Und jeder hat seinen Favorite. Und Teil 8, ja, man hört es nicht so laut, aber es gibt die Fans da draußen. Ja. Ne. Ja, die gibt es. Mhm. Die Sache ist auch das ist das einzige Final Fantasy mit dem neuen System, das auch richtig gut funktioniert. Die anderen sind nicht scheiße, würde ich so milde ausgedrückt sagen.
Naja, für dich. Ne? Weil die also, funktionieren gut. Die funktionieren gut. Ja, also das Kopplungssystem, das ist schon ziemlich, ja, das ist sehr individuell. Hm? Ich finde es auch technisch halt auch sehr beeindruckend, das Spiel. Ja, technisch, Alter. Weil Zwischensequenzen während des Gameplays ist auch etwas, was du in den neuen Konsolen gar nicht so hast, in Endeffekt. Hast du eigentlich gar nichts. Ja, das war früher so ein Technikwunder von der Sequenz into the Gameplay oder von Gameplay into the Sequenz. Das war 1999, ja. Das war schon was. Das war schon wirklich was. Ich weiß nicht, ob das das erste Spiel war auf diese Art, aber... Ich glaube nicht, aber nein. Das war so eines der Spiele, die aber das so wirklich hervorgehoben haben. Aber heute ist mehr so, was du siehst, ist alles Ingame-Grafik, so ist ja. Es mehr Content. Weil die Technik hat sich schon weiterentwickelt, wie gesagt, ne? Ja, Final Fantasy X hatte das nicht mehr. Nein. Naja, die haben auch was ganz anderes gesetzt, aber ja. John, du bist so leise. Ich glaube, das ist nicht so dein Genre. Ja, also ich kenne zwar Final Fantasy, aber das war nie meine Reihe. Also ich hab es halt gar nicht erst gespielt, auch die neueren Teile nicht. Weil ich bis auf das Musik mich mit Final Fantasy nie auseinandergesetzt habe. Oh, Musik ist gut. Also so bei Musik kann man auch nichts falsch machen, was Final Fantasy. Ja, gerade Final Fantasy 7. Gott, ich kann mich noch erinnern, wo ich so, keine Ahnung, Gamer, Let's Players oder Prominenten gesehen habe, die halt alle FF7 Musik benutzt haben. Hm. Gerade das Chocobo Theme Song. Oh ja. Ja, ja, wenn du es halt hier kurz einblenden kannst, ne? Ja, also das von Teil 7, meinst du? Ja, gerade das von Teil 7. Okay. Ich hab das einfach durchgehend gehört und ich dachte mir so, was ist denn eure Obsession daran? Es ist ein fucking Vogel. Ja. Vogel. Ist aber halt Vogel. Final Fantasy Musik ist auch überwiegend gute Musik, während der Autofahrt oder wenn du irgendwas machst, das ist wirklich. Oder du hörst dir das so an. Also das, ja, aber vor allen Dingen von Final Fantasy Remake oder jetzt das kommende Rebirth. Final Fantasy Musik ist so, ja, das kann man so gleichstellen mit Metal Gear Musik. Das ist, wenn du das hörst, ja. Die haben eine Range und das ist unfassbar gut. Das ist immer unfassbar gut produziert. Aber okay. Ja, also ich früher mochte ganz gerne Videospielmusik. Ich habe jetzt keine Ahnung. Warum? Ja. Gerade wenn ich halt unterwegs war, ne, habe ich es meistens gehört. Hm. Ne? Damals auch King of Fighters. Okay. Oh ja, King of Fighters hat auch eine ganz große Range. Ich finde, ich muss auch sagen, Videospiel-Soundtracks, je nachdem. Hallo? Oh. Achso. Ja, schon. Ja, was wolltest du noch mal sagen? Ich finde generell, also ich höre mir Videospielmusik generell an, weil Videospielmusik heutzutage, egal ob es lizenziert ist oder für das Spiel komponiert, das gibt noch so den anderen Charakter, finde ich. Ja? Bestes Beispiel gleich bei meinem dritten Platz. Aber ja. Hast du noch was zu sagen, Beat'em Up Master, zu Final Fantasy 8? Oder? Ja, erstmal, wo er überhaupt redet, über die Videospielmusik. Ja. Von heute sind die auch gar nicht so schlecht, meine ich halt, ne? Beispiel ist natürlich King of Fighters 15. Hat wirklich seit langem wieder die bessere Musik. Seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder länger. Ja. Also, war schon best of Musik. Ist nicht alles gut, aber es ist sehr, sehr solide und schon sehr selten. Ja. Ansonsten, ja, hast du noch irgendwas zu Final Fantasy 8 zu sagen, oder? Ich denke, es reicht mir. Es reicht, ja, alles klar. Für große Spiele braucht man nicht viele Worte. Alles klar. Bevor ich mit meinem Platz Nummer 3 anfange, würde ich sagen, John Keogh the Hunter, the stage is yours for your number 3. What? Has the order been changed? Yes.
I am the captain. I am the captain. I leave as a captain the last. Ja, also währenddessen habe ich mich nochmal neu sortiert, weil ich dachte, es ging nur um the past, ne? Und dann sagtest du ja all time und naja, ich hab nichts dagegen, dass du es so entschieden hast, aber ich musste mich halt neu sortieren. Es ist schwierig. Ich gebe selbst zu, es ist schwierig. Naja, also in meinem Fall wäre es nicht schwierig gewesen, hätte es nicht so einen Mischmasch gegeben, aber naja. Okay, come on. Present, this thing. What is it? Ach Gott, ey. Also, ich bin halt total am Struggle. Ich habe sehr viele Spiele, die ich mag, ne? Mhm. Also, Spiele, die ich mag, Spiele, die ich nicht mag, ne? Und ich könnte jetzt bei meinen Libraries rumgehen, also das PlayStation Library, Steam Library. Ich bin total am Struggle. Ne? Ja. Ich wünschte, ich könnte alle auf die 3 packen, ne? Alle. Literally alle. Alle. Ne? Aber. Aber welche, naja, aber welche ist es dir wert, davon zu sprechen? So, come on. Oh Gott, ey, ich wünschte, dass du zuerst sprechen würdest, weil mir fällt gerade überhaupt wirklich? Besser. Ja, wirklich. Überhaupt okay. Nicht. Okay, er spielt den Ball zu mir. Okay. Gut, er muss nur für seine Genki Dama sammeln, der gute John. Okay. Wenn ich jetzt so Dragon Ball Breakers dann mache würde, Minna Genki Oaketekure! Genau. Okay, dann fange ich mit meiner Nummer 3 of all time an und John wird sich nicht wundern, Beat'em Up Master wird sagen, und es ist nämlich Character Action Game und wie kann es anders sein? Es ist noch ein recht aktuelles Spiel, denn es ist mittlerweile 4 Jahre alt und die Rede ist von Devil May Cry 5. Ja. Achso, das weiß ich ja, dass du ein Lieblingsspiel ist. Devil May Cry ist generell einer meiner absoluten Lieblingsreihen, was Character Action Games angeht. Und ich finde immer noch, persönlich gesehen muss ich sagen, ich verbinde mit Devil May Cry, genauso wie mit Teil 5, immer noch diesen Vibe von Capcom Anfang 2000er. Weil Anfang 2000er haben sie ja Struggle gehabt mit Street Fighter 3 und da haben sie ja Spiele rausgebracht wie kein zweiter. Die haben auf einmal Beautiful Joe rausgebracht, Onimusha, Devil May Cry, und ich glaube, das waren ziemlich diese 3 Spiele halt, ne? Also sie haben mehr Action-Adventure gemacht und Devil May Cry ist ja, wie man ja wisst, immer noch aus einem Prozess entstanden, was früher Resident Evil 4 sein sollte und daraus ist Devil May Cry gekommen. Ja. Aber warum Devil May Cry 5? Weil Devil May Cry 5 die Charaktere so zu einem, zu einem guten Ende bringt und ich glaube, ich habe noch nie bei einer Microsoft-Präsentation so laut gefeiert wie da, als Itsuno da auf die Bühne kam mit seinem Producer und gesagt hat, Devil May Cry is back. Und ich so, yes, man. Und man musste 10 Jahre warten und allgemein, die Technik allgemein hat alles umgehauen. Das hat Capcom, finde ich, immer noch technisch bestes Spiel. Ich meine ja, okay, Street Fighter 6 ist on fleek, aber wenn man sich Devil May Cry 5 nochmal genau anguckt, ist das technisch einfach immer noch ganz krass. Weil Devil May Cry 5 hat ja, was nicht nur Effekte, Kampfbewegung angeht und die Umgebung, ja. Die Umgebung ist auch nochmal moduliert. Also generell, ich finde die Musik, den Vibe, ich finde generell auch Devil May Cry 5, der Soundtrack ist der beste von allem, weil der sehr auf die Charaktere dort und die Situation geschrieben ist. Und ich finde, das bringt Dante und Virgil, Spoiler dafür, sorry. Virgil. Das bringt die beiden Brüder, also dieser Konflikt, ziemlich gut zusammen. Dante ist auch gut charakterisiert. Rum Langdon, ja, der ist in Character, der weiß, wie der Hase läuft.
So wie die Story da abgeht, ist es auch so, man könnte es sagen, auch ein Nero-Spiel eher, weil Nero, es ist sehr, also Nero macht die meiste Entwicklung durch gegenüber den alten Charakteren. Und ja, also generell, ich finde, das komplette Spiel ist technisch ein Wunder. Das ist gameplay-technisch immer noch Wahnsinn. Also alleine Dante, damit könntest du 5 Spiele machen. Das, was der drauf hat, da kannst du 5 Spiele damit machen. Das ist unfassbar. I must explode. Der hat 4 Stile. Du hast 4 Stile, du kannst alle mittendrin switchen. Dann hast du noch 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6. 6 Waffen. Ne? Davon kannst du maximal 5 davon in Slot oder 4 in Slot stecken. Da kannst du auch alle zwischendurch switchen. Also Dante ist wow. Also das ist immer noch stellvertretend dafür, wie Character-Action-Games zu sein haben. Das sind ja eigentlich Beat-em-up-Games, beziehungsweise Fighting-Games. Ne? Weil sobald ja ein Kampf beginnt, wird der Raum geschlossen und dann musst du den Kampf gewinnen, um weiterzukommen. Das ist quasi so Beat-em-up-Fighting-Game-Style, weil du hast auch Kombos, die du machen kannst, aber du kannst selbst Mix up. Und dafür ist Dante einfach nur mega geil. Mega geil. Ja, du meinst sowas wie Side-Scroll-Beat-em-ups, ne? Ja, aber es ist auch Fighting-Game, weil du hast eine Move-List, wo du tatsächlich Kombos machen kannst, richtige Kombos. Bei einem Beat'em'up hast du ja eine begrenzte Auswahl an Kombos oder Angriffen. Dante ist ein Fighting-Game-Charakter. Ist das der Fighting-Game-Charakter nicht? Also Dante ist ein Fighting-Game-Charakter. Nicht umsonst passt der ja auch in Marvel vs. Capcom 3. Ne? Das ist aber übertrieben, natürlich. Aber der ist ein Fighting-Game-Charakter. Der hat Specials jetzt nicht direkt, aber ey, der Typ, der kann parryen, der kann schießen, der kann sich nach vorne teleportieren, der hat Verteidigungstechniken, ja, und der hat sämtliche geile Angriffe, okay, sehr waffenbasierend. Der kann auch ohne Waffen kämpfen, der kann auch mit, der kann auch Capoeira-Moves neuerdings, mit dem Ballrock, also den Kampfhandschuhen. Also mit den Gauntlets, das ist einfach geil. Generell, Devil May Cry 5, ich liebe alles davon. Das ist so ein Videogame, simpel und für den Fan ist genug drin. Ich liebe es. Also ich liebe, wenn solche Spiele einen eigenen Charakter haben. Ich meine, selbst der Soundtrack, ja. Pull the Devil, also Devil Trigger, ne, ist jedem bekannt. Jeder, der mal gehört hat, oh yes, this is the song. Oder einmal Virgil's Song, das ist auch bekannt. Eher durch Memes, aber der Song selber ist auch Wahnsinn. Oh ja, yeah, I'm motivated. Ja, aber ich meine so generell, das ist so ein Produkt, wo man entweder durch die Musik drauf kommt, weil die Musik super gut ist, aber das überträgt das Spiel auch rüber. Also auch, weil die Musik auch sehr persönlich den Charakter beschreibt. Das ist so ähnlich wie bei Guilty Gear. Strive jetzt vor allen Dingen, dass eine Story drin steckt, dass das den Charakter beschreibt. Und das ist wirklich, wo ich sage, oh yes. Ne? Und mein Gott, das ist, ich liebe es. Also ich liebe dieses Gameplay, ich liebe diese Art von Spiel. Ich habe es wie oft durchgespielt? 4-5 Mal. Auf fast jedem Schwierigkeitsgrad, aber das ist, ja, das ist eine Passion. Könnt ihr was zu Devil May Cry sagen? Naja, nur dass es eine geile Musik hat. Also ich bin auch auf diese ganzen Memes darauf gekommen, Devil May Cry Musik zu hören. Mhm. Ne? Also alle drei. Dante, Nero und Virgil. Mhm. Gerade Virgil, weil ich bin irgendwie dazu gekommen, dass ich jedes Mal Virgils Theme Song höre. Und dann auf einmal auf Nero getroffen bin, pull my devil trigger. Mhm. Weil einige, keine Ahnung, Supercut Gamers halt das reingepackt haben. Ja. Ja, pull my devil trigger. Man muss sich vorstellen, dass Devil Trigger in England sofort auf Platz 1 in den Charts war. Da denkst du dir, hä? Hey, what? Ja. What just happened, huh? Ja, das Wort, ich weiß nicht, über Nacht
über 2 Millionen Mal gedownloadet und angehört. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Es ist ein catchy Song einfach. Es ist ein fucking catchy Song. Ach so, und ich liebe dieses scheiß Intro, ne? Also guckt euch einfach mal dieses Intro, also nicht die, nicht den Prolog von der Mission, sondern das Intro mit Nero und seiner Begleiterin in den Wagen. Das ist der Shit, aus warum ich Videospiele liebe. Ich liebe, ich also kein Spiel ist so stilsicher in seiner Action. Also ich finde immer noch, das ist sehr einzigartig. Und das kann man cool finden, das kann man übertrieben finden, aber das ist japanisch. Das ist einfach japanisch overstyled geil. Mit Substance. Ein bisschen. Naja, Beat'em Up Master, hast du noch irgendwas zu Devil May Cry zu sagen? Hast du da irgendeine Besuchung damit? Ja, ich habe damals tatsächlich die Demo gespielt auf der PS2. Ah. Aber ich habe es mir nicht gekauft. Ist nicht so deine Art von Spiel? Nicht so, nein. Nee. Es hat mir nicht so geflasht wie bei dieses. Hat mich nicht geflasht. Ja, es ist schon ein Unterschied, ne? Ja. Was habe ich noch gespielt? Die PS3-Version, wo die nicht so gut war. Das ist das realistische Devil May Cry. Mhm. Weißt du, was ich meine? Du meinst die HD Collection? War das die HD Collection? Weil die HD Collection ist nicht gut. Da gebe ich mit recht. Aha. Aber da wurde dann ganz anders aussieht, meine ich. Ach so, du meinst das Reboot? Ja, ja, von Ninja Fury. Ja, genau. DMC. Ja, ja. Genau, DMC, genau, das war's. Ja. Aber das ist hat ja geil und es ist nicht geil. Das Gameplay ist aber gut. Das muss man aber leicht lassen. Ne? Ich hab's schon ein bisschen gespielt, aber nicht durch. Mhm. Also aber das Kampfsystem. Also das Kampfsystem, also wenn man DMC, ich sag mal so, DMC sollte man gespielt haben aufgrund des Gameplays. Weil das Gameplay aus einer, also Ninja Theory sind ja Briten, und dass das Briten entwickelt haben, ne? Capcom hat ja nur gepublished und die Tsuno hat drüber geguckt, aber was Ninja Theory da gebastelt hat, das hat bisher kein europäischer Videoproduktionsstudio hinbekommen, so genial ein Kampfsystem zu machen. Also Hut ab. Ja, und da sind sie leider wieder weggegangen davon, leider, ne? Weil, ja, natürlich, Reboot, das ist nicht Dante, das ist nicht unser Virgil, die Story ist anders, die Story ist auch völlig. Man könnte sagen, wenn man die Teile wegnimmt, spielt das vor Teil 3, also bevor Devil May Cry 3 losgeht und dann die Trennung von Virgil kommt. Da sind so ein paar Versatzteile drin, aber wenn man DMC spielen sollte, gibt es ja heute in einer technisch sehr guten Fassung, dann wegen des Gameplays. Also, das ist garantiert kein schlechtes Character-Action-Game. Aber DMC, ja, muss man gucken. Für Europäer ist das besser gelaufen, weil manche können zum Beispiel nicht mit dem japanischen Dante, können die nichts anfangen, weil der völlig drüber ist. Ja. Wie die japanischen Dante. Naja, weil die Original Devil May Cry Charaktere, die sind ja japanisch überstyled. Das ist wirklich drüber. Ja. Und der europäische, also ja, DMC, kam besser in Europa an. Ja, das ist das Problem. Aha. Ja, das sind halt Geschmäcker. Das ist zum Beispiel, wenn ein Europäer zum Beispiel irgendein Anime guckt und er sagt, boah, das ist mir völlig drüber, aber dann sieht er eine westliche Umsetzung davon und das ist für ihn ruhiger. Ja, also das sind halt so Sachen. Aber so generell, Devil May Cry 5 ist für mich eines der besten Character-Action-Games. Ich war am struggeln, ob ich ein anderes nehme. Aber ich bin eher dafür da, weil Devil May Cry 5 hat so ein bisschen wieder die Welle gezeigt. Ja, ein bisschen mehr Spiele davon, also mehr solche Art von Spiele. Wir haben ja sowas wie kleine Titel wie Solstice bekommen. Da haben sie so Italiener gesagt, hey, wir mögen Berserk, wir mögen Claymore und wir lieben Devil May Cry 1 und machen was Eigenes draus. Und ja, es ist ein gutes Spiel. Es ist jetzt nicht deep wie in Devil May Cry, aber es ist ein gutes Spiel. Und dann gibt es natürlich ein schlechtes Beispiel, Foreshadowing, Final Fantasy 16. Oh my God.
Oh mein Gott. Ja. Also Final Fantasy 16 ist das schlechteste Beispiel, wie man ein Character-Action-Game in einem Rollenspiel-Korsett reinpackt. Also das ist... ja. Egal. Devil May Cry 5 für mich Top 3, because I love everything about this game. Everything. Okay. Everything. Yeah. Okay, John. Hast du deinen 3? Nummer 3. Also, ich bin euch ganz ehrlich. Das war eine sehr, sehr harte Entscheidung. Aber eins muss ich fragen. Na. Darf ich eine Genre präsentieren? Okay, das ist, okay, wenn du nicht anders kannst. Ja, also es geht um meine Anfänge zu Videospielen. Ah, okay. Warum ich angefangen habe, Videospielen zu lieben. Oh, ja. Ich ahne schon. Ich ahne es, glaube ich, auch. Ja, es geht um Shoot'em-ups. Schmaps. Ja. Oh. Ja, Schnaps. Schnaps. Ja, ich besitze sogar Shoot'em-up-Titles. Gerade Raiden 2. Ja. Also ja. Ich meine, du willst jetzt über ein Genre sprechen, aber du kannst ja, also ich meine, ich kenne ja deinen Schmapp-Ursprung, da würde ich doch eher doch Raiden dazu bringen. Also, das Ding ist, ich finde Shoot'em-up-Games sind gefühlt alle gleich. Nur halt, die einigen Mechaniken sind halt von ein paar Games nicht zu unterscheiden. Ne? Raiden ist ja bei den ganzen Sachen ja immer gleich geblieben. Aber was packt dich, um das zu spielen? Was bringt dich dazu? Ist es der Artstyle? Ist es der Flow vom Game? Oder einfach Nostalgia? Oder brauchst du es einfach? Das Ding ist, ich war halt nicht der Auslöser für meinen Videospielkonsum. Oh. Denn mein Vater hat nämlich Raiden 2 gecrackt. Oh yeah. Und dann hat er jedes Mal beim Highest Difficulty versucht zu spielen, der hat dann jedes Mal verkackt. Ja, und dazu bin ich dann dazu gekommen, seit meinem Kindergartenalter, das jedes Mal zu spielen, wenn ich nach Hause kam. Ja, oh. Und dann habe ich noch die anderen Editionen gesehen, Raiden 3, Raiden 4, Raiden 5. Ja, und jetzt, wo noch die ganzen Remasters rausgekommen sind, ja, Raiden 3 hat auch ein Remaster bekommen für die PS5, Xbox One, sonst so weiter. Ne, also, das heißt nicht Raiden 3 Mikado Remix, sondern Mikado Maniacs. Oh, ah, so. Ja, und ich habe es vor kurzem erst gekauft. Und ich muss sagen, das sind, also, keine Ahnung, wie Joel es im, also fast am Ende von The Last of Us sagte, also anstatt Place, this game takes me back. Und dann Ellie so, how so? Ne? Und da muss ich jedes Mal an meinen Vater denken, weil ich glaube so bei meinen ersten Grundschulzeiten, ne, oder beim noch bei meinen Kindergartenzeiten, ich habe mit meinem Vater gemeinsam zusammen, also das gespielt. Boah, ich kann mich noch erinnern, wo ich eine falsche Waffe genommen habe und mein Vater so gesagt hat, John, Konzentration, ich verrecke. Und wir beide mussten halt so hart lachen, weil ich meine Konzentration liegen gelassen habe. Aha. Ja. Also, so wie ich das raushöre, ist es so, wenn du das spielst, you coming home. Ja, I'm coming home, ne? Also da muss ich ja jedes Mal coming home von Guilty Gear Xrd hören. Oh. Also meiner Meinung nach bestes Guilty Gear Lied. Oh, da können wir drüber streiten. Oh man. Ja, wird aber den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Also ja. Ja, also generell, das Game ist zwar veraltet, aber das bringt mir immer noch geile Erinnerungen. Shoot'em-ups ist eigentlich immer noch so ein Nischengenre, was heutzutage immer noch ganz gut gespielt wird. Ich glaube, also das berühmteste, was glaube ich jeder gespielt hat, ist Ikaruga. Ist ja einordnen.
I doubt it. Ich hab das Game halt nicht gehört. Aber was ich gehört habe, ist eine andere Videospielreihe. Kommen wir auf Toho. Okay. Ja, also im Gegensatz zu Raiden ist Toho Raiden nur tausendmal schwer. Mhm. Ja, weil ich konnte mich noch erinnern, ich habe so ein Lunatic Difficulty, ja, das ist Highest Difficulty. Ich habe so ein Lunatic Difficulty Gameplay gesehen. Ich habe sofort Kopfschmerzen bekommen. Ja, also du siehst links Projektile, rechts Projektile, vor die Projektile, hinter die Projektile und es gibt so eine Mechanik, wo du so langsam dich bewegen kannst und deine Hurtbox ist richtig klein. Ja, also im Gegensatz zu Raiden 2 und Raiden 1, deine Hurtbox ist extrem klein. Okay. Raiden 5 ist. Raiden 3, 4 und 2, die sind alle zwar challenging, aber die sind doch alle machbar, weil die ganzen Projektile predictable sind. Mhm. Nur bei Toho siehst du überall Projektile. Du siehst überall Projektile und. Also du würdest mir sagen, du guckst auf den Bildschirm und es ist alles voll. Ja. Und es kam so zum Punkt dann, wo ich mir so denke, Alter, Toho ist nicht mein Level, ich bleib bei Raiden. Und eine Sache noch, bevor ich meinen Punkt beende. Wusstest du, dass es ein Meme gibt namens People when they heard the word Raiden? Ne? Da sehen die Metal Gear und Mortal Kombat Raiden. Mhm. Ja? Meanwhile, if I heard the word Raiden. Ja. Das Shoot'em-up-Game. Ja. Es gibt ja noch eine Shoot'em-up-Reihe, die ich kenne. Die heißt Gradius. Kenn ich auch nicht. Gradius, genau. Kenn ich das? Na, also wir sind halt nur Raiden und Toho ins Gedächtnis geblieben. Ich meine, Toho ist auch iconic, ne? Gerade wenn es um den Soundtrack geht, ne? Ja. Here we go again. Ne? Es war halt so berühmt, so dass sich so in Japan so eine mehrere Musikgruppen gebildet haben. Und ja. Mir fällen zwei ein. Also zwei Musikgruppen fallen mir ein. Ne? Das eine ist, ich glaube, die heißt Yuhei Satellite, die machen Vocals. Ja, Vocals. Und darunter war so eine Sängerin, die hat glaube ich mehrmals bei Fairy Tail gesungen. Okay. Ne? Und der andere, eine Instrumental Metal Band, das nennt sich Demetori, ist auch einer meiner Favorite Bands. Wow. Okay, cool. Die machen eine sehr, sehr gute nachgespielte Todes-Songs. Ja. Und es war so bekannt, sodass der Macher von Toho selber den gelobt hat und das muss man erstmal schaffen, dass man von Spielemachern selber angesprochen wird, dass diese nachgespielte Musik einfach geil ist. Ja, das ist cool. Ja, also man darf niemals unterschätzen die Power of Videospiel-Soundtracks, weil daraus sind Gruppen entstanden. Gerade Videospiel-Communities, ne? Also ja. Toho hat eine extrem starke Community und die darf man halt nicht unterschätzen. Ja, klar. Ja. Das war mein Take zum Platz 3. Statt ein Game, einfach ein Genre. Okay. Beat'em Up Master, hast du irgendwelche Erfahrungen mit Shoot'em Ups? Im Prinzip schon. Du meinst die alten Shoot'em-Ups, du meinst nicht die FPS-Shooter. Nein, ich meine schon Shoot'em-Ups, also wo du rumfliegst und abballerst. So also wie Raiden, Gradius, Galaga. Shooter One habe ich Erfahrungen. Ah, okay. Das nämlich Duke Nukem. Okay. Ja, habt ihr gehört? Die ersten zwei Spiele sind kein 3D-Ballerei, sondern es ist. Ja, das ist. Ja. Okay. Okay, alles klar, das wäre dann Platz 3. Joe. John, das wär's. Ne? Ja, das wär's. You finished. Okay, Beat'em Up Master, was ist dann dein Top 2? Ja, das war nicht so eine echte Entscheidung. Ich weiß. Aber
Wir haben heute das Thema Nostalgie, also hat es auch verdient. Und das ist The Legend of Dragoon. Aha. Ja, The Legend of Dragoon gab es erst auch für die PlayStation 5. Und vor ein paar Stunden gab es das sogar ein Update, Leute. Okay. Ich kann es noch glauben, ein Spiel, das über jetzt seit 23 Jahre alt ist. Okay, aber das ist ja noch ein JRPG. Ja. Was verbindest du eigentlich damit? Was? Ich habe sogar noch was Besonderes eigentlich, weil ich das früher kannte als Final Fantasy 8. Mhm. Die Demo habe ich so runter und drüber durchgespielt. Ja. Da könnte ich das zweimal durchspielen, das ganze Spiel. Okay. Ohne Witz. Okay. Ja, ihr habt es bestimmt 30 Mal oder so durchgespielt, die Demo. Okay. aber das ist interessant. Du nimmst dich Beat'em Up Master, aber hast auch sehr viele JRPGs gespielt, okay? Das ist mal. Da macht es ja sehr viele. Das sind jetzt nur zwei. Ach komm. Aber du sagtest, du hast nicht so viele JRPGs gespielt. Aber Legend of Dragoon war ja auch. Das kam ja noch vor Final Fantasy VII raus. Das war ja eines der ersten PlayStation-exklusiven JRPGs. Das kommt nach 2000 raus. Das ist schon zu spät. Ja. Das ist nicht 96 gekommen oder 97, das ist 2000. Ja, bei uns ist es spät gekommen, ja. Leider. Ach so? So alt? Ja, das ist so alt. Echt? Aber ich kann mich auch irren, aber ja, Legend of Dragoon, das ist so ein Lieblings-, so ein Publikumsliebling. Ja. Ja. Weil das ist nicht von Squaresoft, sondern von PlayStation persönlich. Also Sony, ja. Ja, Sony Studios oder das heißt. Oder ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob das, ich glaube, das muss aus Japan sein. Das ist ja klar, es ist aus Japan. Es ist ja japanisch. Klar. Und das hat sogar Sprachausgaben von Times. Ja, das ist auch eine Besonderheit. Das haben auch nicht viele Spiele gehabt. Eine der ersten JRPGs, ne? Das haben. Ja. Ich meine, viele JRPGs haben ja immer noch so Texte gehabt. Also es fing erst Anfang 2000 fing an, dass die Leute Voice haben. Das stimmt nicht ganz. Ende 90er, ja, weiß nicht, wenn man die Shin Megami Tensei Sachen nimmt, ich weiß es nicht. Sega CD, Sega Saturn, hallo? Da gibt es sogar Anime-Sequenzen mit Sprachausgaben. Ja, die Sequenzen, aber ich rede von Ingame, ne? Ingame, dass die was sagen. Ja gut, das ist dann schon schwieriger. Das ist schwieriger gewesen, ja, durch die Mini-Sound. Ja. Okay, noch was? Natürlich, wenn wir gerade erst an. Also ja, die Demo. Aber ich habe ein kleines Problem mit diesem Spiel. Ah, und? Ihr habt es nie gehabt, weil es immer so teuer war. Das gleiche wie mit Street Fighter X2 Plus. Dieses Spiel war schwieriger ranzukommen. Mhm. Und wenn wir schon bei Sprache sind, die deutsche Version hat deutsche Sprachausgabe. Oh, das. Das ist kein einziges JRPG davon überhaupt gehabt. Deutsche Ausgabe. Und auf der Demo war die sogar besser als auf der Vollversion. Oh Mann, ey. Ja, das einzige gute JRPG, was sehr gute deutsche Lokalisation hatte, war ja Kingdom Hearts 1 und 2. Das kann man aber ist wirklich unfassbar. Also, dass da sogar die alten Disney-Sprecher dabei sind. Das ist sozusagen, wo man sagt, das ist stellvertretend für gute deutsche Lokalisation. Aber Legend of Dragoon hätte ich nicht gedacht. Absolut nicht. Ich dachte, jetzt kommt irgendein Fighting-Game oder was auch immer. Ja, heute mal nichts. Heute mal nicht. Weil, ja. Nostalgie bei schon Nostalgie, ja. Mir gefällt auch das Kampfsystem gut, weil man muss nicht einfach nur drücken, du musst was können. Ja. Du musst auf den richtigen Moment warten, bis du es fokussiert hast, dann Angriff, dann kannst du angreifen. Okay, cool. Ja. Das sind die normalen Kampftechniken und je mehr öfters du die hast, desto eher kannst du dann die größeren Kombos machen. Und du sammelst dadurch mehr Punkte, ne? Also Dragon-Punkte, dann kannst du dich verwandeln. Und da kannst du echt Schaden machen mit den Dragon selbst. Mhm. Also in der Dragonform. Nicht jeder kann ein Dragon werden, ne? Aha.
Ja, ah. und das kannst du zum Beispiel immer einwerfen und sagen, ja, das spiele ich jetzt. Kann man sagen. Ja, könnte man sagen. Nee, das ist schon was Besonderes für mich. Ja. Was wir vergessen haben, bei dir zu erwähnen, bei deinem Top 3, du hast ja sogar Final Fantasy 8 Remastered auf deinem Kanal durchgespielt. Mehrmals. Ne? Nicht nur einmal, zweimal. Ach, stimmt, dreimal. Du hast auch die japanische Version, glaube ich, mal getestet, ne? Ja, das muss ich auch mal bringen. Und die englische, amerikanische Version. Die amerikanische Version. Muss ich auch bringen. Die ein bisschen schneller läuft. Ja. Die laufen beide schneller, ja? Die japanische auch? Okay. Ja, klar, sie ist ja 16 jetzt. Ja. Ja, aber die kann auch da runter. Ja, JRPGs, meine Güte. Ja, JRPGs, ja. Ja, noch was? Zu Legend of Ja. Legend. Oder war's das? Ja, ich hab noch. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich hab's noch nie durchgespielt. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Es geht einfach nur darum, ist okay. Ich habe die Demo und dann drüber und ich habe das 20 Jahre nicht geschafft, das durchzuspielen. Nicht mal einmal. Ja, also. Das ist eine Schande. Schande ist das. Sagst du jetzt? Wir sind hier nicht im Club, wo man sagt, du musst dieses Spiel durchgespielt haben, um das hier zu nehmen. Ja, das ist nichts. Ist nicht schlimm. Aber bin schon relativ weit drin halt, ne? Fast CD3 oder was, ne? Ich glaube generell, Legend of Dragoon ist nicht lang. Ich muss auch sagen, ich habe Life in Dragoon auch nie durchgespielt. Ich weiß, dass ich das mit einem Kumpel mal Videothek ausgeliehen habe, aber wir haben es nicht durchbekommen, beziehungsweise weiß nicht, weil wir das Spiel schlecht fanden, sondern ich glaube, wir, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, das ist viel zu lange her. Aber ich habe es auch nicht durchgespielt, also keine Schande. Und die Kampfschreie, haha. Wirbelstock! Oder. Vulkan! Das sagen die so, ne? Ja. Deutsch. Ich weiß nicht, wie die es auf Englisch oder Japanisch sagen. Ja, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Ich hab's, glaube ich, auch einmal gesehen, aber ich hab's vergessen. Ich weiß nicht. Ja, aber jetzt habe ich die PS4-Version und da kann ich das alles ausprobieren. Okay. Ja. Muss ich aber noch machen. Ich finde es gut. Okay, dass, das wär's halt. Ja, ich finde es aber gut, dass solche alten Titel mindestens wieder zurückkommen und wieder. Das habe ich schon lange gewünscht, Alter. Ich glaube, ich war auch derjenige, der das gesagt hat bei Sony, die mich ausgefragt haben. Du warst nicht der Einzige. Ja, ich bin aber verantwortlich. Doch, war ich schon. Da waren gefühlt sehr viele, die gesagt haben: Oh, Legend of Dragoon, yeah. Ja, ist auch so ein Nostalgie-Kicker. Ne? Also das ist auch so. Ach ja, wenn ihr Glück gehabt, ist es noch ein Angebot. Du sollst 30% drauf. Naja. Ja. Spiel ist alle mal kostet. Ja. Ja. Also nichts. Jammern, kaufen, Leute. Okay, so. Ich try es nochmal. John? Yes. Are you ready for you now for your top 2 here? Ja. Oh, okay. Damn. Also, mein Second Place hat auch etwas mit Community zu tun. Ne? Ich habe ja gesagt, dass Toro eine starke Community hat. Mhm. Aber es gibt ein Spiel im Jahre 2008. Okay. Beziehungsweise 2009. Aha. Ja, 2009, weil 2008 war die erste Edition rausgekommen. Ich hätte nie gedacht, dass das Spiel wirklich noch eine aktive Community hat, wo du jeden Tag neuen Content bekommst. Und die Rede ist Left 4 Dead 2. Okay. Ja, na, ganz, ganz altes Spiel. Okay, jetzt nicht so alt, aber halt schon. No. Ja, so gute. Nicht so alt, ne? Meinst aber du? Das ist 14, ein Spiel, das ja. Ist noch ein Spiel mit LAN-Funktion. Hallo? Ja, also veraltetes Netcode und dann noch so eine richtig schönen Line-Up von Characters. Ich muss persönlich sagen, ich habe mit Left 4 Dead 1 und 2 sehr große Berührungspunkte, weil ich war auch bis 2008
war ich noch aktiv mit LAN-Partys. Und da hat natürlich Left 4 Dead 1 und 2, die haben natürlich noch Platz gehabt. Ja. Ich fand es nur komisch, dass so schnell Teil 2 kam. Ich glaub, das war die größte Kontroverse, was Teil 2 anging. Aber was Left 4 Dead hervorgebracht hat, waren schnelle Zombies. Schnelle Zombies und in Massen und verschiedene Klassen. Und Multiplayer. Und das ist so well designed, das ist so gut. Das macht einfach Spaß. Das ist einfach schnelle Spaß. Zombies, da gibt es ja auch ein anderes Spiel, das heißt Days Gone. Ist ja auch ziemlich aber einmal schnell und einmal verordnet. Also weil Valve hat mit Left 4 Dead einfach mal schnelle Zombies gemacht. Die Zombies, die rennen zu dir und das nicht nur im 10er, 20er Schaden, das kann auch vieles sein, die passen manchmal nicht durch die Tür. Ja, du musst manchmal verbarrikadieren. Ja. So. Also das Feeling von Left 4 Dead 1 und 2, vor allen Dingen, ich glaube in 2 war dieses Waffenfeature, ne, dass du glaube ich die Umgebung benutzen kannst oder ganz crazy Waffen bauen kannst, oder? War das so, John? Nee. Ich hab nie über Waffenbau gehört. Oh, okay, dann war ich glaube ich kurz bei Dead Rising. okay, aber jedenfalls Left 4 Dead 1 und 2, das sind Klassiker im Survival Multiplayer Genre. Also wenn man irgendwo sagt, wo ist der Ursprung von guten Multiplayer Survival Game, here it is, finde ich. Ja, also da kann Back 4 Blood nur zuschauen. Ah, Back 4 Blood, ja, es hat's falsch verstanden. Finde ich. Ne? Das Potenzial ist da, aber die Umsetzung, es ist schwierig. Es ist schwierig, sowas zu reproduzieren, was vor fast 20 Jahren da war. Ne? Ja. Ich meine, es hört sich simpel an. Mach einfach ein B-Movie-Story draus, pack 4 Charaktere mit Charisma rein, also alle haben irgendwelche Charakterzüge und dann machen Multiplayer draus, machen ein paar Klassen und so mit der kommt oh shit, ja, und einfach klaustrophobische geile Action-Kacke, also einfach Horror-Szenarien zum selber spielen, so geil, finde ich. Einige würden sich jetzt fragen, John, warum bist du mit so einem First-Person-Shooter in Berührung gekommen? Also ich persönlich, ich mag Shooter-Games nicht. Egal ob First-Person oder Third-Person. Ja. Ne? Also... Also gerade Call of Duty, Fortnite und so weiter, ich habe da keine Berührungspunkte. Ey, die sind auch keine guten Spiele. Darf ich ja auch nicht sagen, aber es ist so. Also die gefallen dir einfach nicht. Nein. Aber ja. John, ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der größte Shooter-Fan, aber ich mag Shooter-Mechaniken. Also gewisse ich kann Shooter-Mechaniken was abgewinnen, aber ich bin nicht der allergrößte Shooter-Fan. Ich meine, ich habe auch damals Counter-Strike und Halo gespielt mit Freunden, aber... Ja, das Halo haben wir auch gespielt. Also, hörst du nicht? Nee. Doch, ich hör's. Wir hören alle. aber ich muss persönlich sagen, ich mag Shooter-Mechaniken. Sei es Ego oder sei es Third Person. Und wenn das gut umgesetzt ist, dann bin ich dabei. Ne? Und ich glaube, das ist das, was du auch sagen willst. Ne? Ja. Und das ist Left 4 Dead. Die Mechaniken greifen alle ineinander ein und es ist fun. Ja, also generell haben mich auch dann automatisch diese Source Engine Games nicht in Berührung gegeben. Mhm. Ne, bis ich dann halt hier kennt ihr solche glitchy Animation Videos von SMG4? Ja, ich kenne sie ja. Ja, ich hab da als erstes mal Heavy gesehen und Heavy gehört. Ne, da wo halt jede Menge Soundeffekte dabei entstanden sind. Mhm. Und hatte ich dann auch ein bisschen Team Fortress 2 gekannt. Aber jetzt fragen sich alle, was hat das mit Left 4 Dead 2 zu tun? Das sind Valve Games.
Naja, unter anderem und weil ich auch früher sehr viele Let's Play Videos gesehen habe. Ne? Kennt ihr immer noch Let's Play? Gronkh, Sarraza, Sergeant Rumpel? Nein. Ne? Wirklich? Die ganz alten Hasen. Ja, die ganz alten Hasen. Die haben alle Left 4 Dead 2 gespielt und ich kannte die alle wegen Minecraft, ne? Und dann haben die so ein Add-on-Campaign gespielt namens Deathcraft 2. Mhm. Das ist halt Left 4 Dead nur mit Minecraft-Skins. Oh. Ne? Mit einer Minecraft-Map. Mhm. Ja, war halt super gut umgesetzt. Und da waren meine Berührungspunkte mit Left 4 Dead und ich fand die Charaktere auch noch geil. Also das waren halt die von der ersten Reihe. Ja. Und dann, ich glaube, das war, wann war das denn? Ich glaube 2013 war das, als ich es gesehen habe. Dann 7 Jahre später, ja, genau 7 Jahre später, das war 2020. Mhm. Da kam das The Last Stand Update. Und das ist, by the way, kein Official Update. Das letzte Official Update war, glaube ich, 2012. Mhm. Das war ein Community-based Update. Also ein paar von den Communities haben sich zusammengetan und daraus ein Update gemacht. Tja. Da kam eine neue Map. Ja, neue Official Map. Mhm. Also Official Dedicated Map. Und es kamen vier. Sagen wir. Ja, vier. Ich denke 5 neue Waffen. Ich weiß nicht, ich habe die alle nicht aufgezählt. 4 hört sich nach 5 neue. Ja, 3 davon sind Trash. Ja, aber trotzdem, dass das versucht wurde, mein Gott. Ne? Ja, und da wurden noch einige Anpassungen gemacht. Letztens vor ein paar Monaten gab es noch ein Community-Based Update, wo die einige Sachen gefixt haben. Wer weiß, vielleicht kommt in, was weiß ich, in halben Jahr noch ein Community-Based Update. Mhm. Also, und warum ich gesagt habe, die Community ist stark, gerade deswegen, ne? Also die tun sich alle zusammen und das Ding ist, was Left 4 Dead halt krass macht, das Developer-Team hat es auch zugelassen. Hm. Und mein Lieblingsfeature von Source Engine Games sind Developers Console. Mhm. Ne? Das sind halt Consoles, wo du gewisse Commands aktivieren kannst. Also, wo du also halt diese Developers Console von der Source Engine bzw. den Half-Life Engine, davon hat es ja die Ursprung, das hat ja sogar Counter-Strike zugelassen. Ja. Und das ist etwas, wo ich auch damit Berührungspunkte hatte, definitiv. Und man konnte so geile Scheiß bauen. Das ist unfassbar. Ja, und dann, ich muss mal kurz mein Steam Library öffnen, weil ich habe diesen Applikation sogar. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht deine Geschichte hören, warum du dir so viele Spiele kaufst und du spielst sie nicht. Aber du hast. Ja, ja. ich glaube, diese Applikation nennt sich Left 4 Dead Authority Tools. Okay. Damit man Mods erstellen kann. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt: Mods. Hm. Egal ob Plugins oder Steam Workshop Mods. Das funktioniert it. Sehr gut. Halt. Ja, also ich habe, glaube ich, beim Developers Commentary gehört, dass sie das auch zugelassen haben, damit jeden Shit da veranstaltet wird. Und ich bin euch ganz ehrlich, meine Library sieht danach aus, als würde die sagen, was hast du denn da reingekotzt? Naja. Es kam halt so weit, dass ich halt 4 Charaktere komplett geändert habe. Naja. Und ihr fragt euch, wie geht das denn? Weil im Jahre 2014 dachten alle, literally alle, Left 4 Dead 3 würde rauskommen. Ja. Aber leider war es ein Trailer für den Taito Edition von Left 4 Dead 2. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob du daran erinnerst, aber also ich habe es halt vor einem Jahr, glaube ich, gesehen. Hm. Und ich war sofort geflasht. Ich war halt geflasht, weil
Taito, ich weiß nicht, Taito oder das Valve-Team hat 4 neue Charaktere für diese eine Edition rausgebracht. Oh Mann. Ne? Das ist crazy. Also das sind das sind halt, ich weiß nicht auch, ob die halt Inspirational oder Original Characters sind, aber mein Gott. Also zu einem Yusuke Kudo, der hat Nick ersetzt. Kirishima Sada, die hat Rochelle ersetzt. Blake Jordan hat Alice ersetzt. Haruka Hirose hat Coach ersetzt. Oh Mann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Haruka Hirose, die war meiner Meinung nach der beste Original Character created. Ne? Also erstmal ohne Spaß, die wurde gevoiced von Sakura Ayane. Sagt die dir irgendwas? Ja. Keine Ahnung. Also die ist halt beim Videospielbereich halt nicht sehr stark unterwegs. Also man hört die maximal bei Honkai Impact, Genshin Impact und bei Wonder Knight Inbirth. Und Wonder Knight Inbirth. Oh! Ja, die hat. Oh. Wie heißt die kleine Charakter nochmal? Ich bin da nicht so drin in diese Abkürzung. Units? Oder Line. Ja, die hat Line gevoiced. Oha, okay. Ja. Und also bei Blaze Blue hätte ich dir vielleicht noch sagen können, yep, das ist das, aber Undernight, das. Ich muss gucken, ja, ob Raphael nicht gleich um die Ecke kommt, weil Undernight ist für mich. Ich sag jetzt nicht so Abfallprodukt wie Meldiblatt, aber es kehrt mich wenig. Es kehrt mich sehr wenig. Ja. Es ist aktuell Thema und ich sehe es nur so, oh, it's another night. Okay, bye. Ja. Sorry. Ja, so, zurück. Sorry, liebe Undernight-Fans, wenn ihr da seid, aber... Ja. Überzeugt mich einfach von diesem Spiel irgendwie, aber ich glaube, wenn... Ja, zurück zu Hidos, ja. Yes. Aber so generell, die Community, ja, man merkt das ja, auch an anderen Communities zum Beispiel. Es gibt ja heute immer noch Leute, die Gameboy-Spiele rausbringen, Super Nintendo-Spiele für alte Sega-Systeme oder welche ich tatsächlich ein bisschen noch so nebenbei verfolge, ist tatsächlich die Dreamcast-Community. Meine Fresse, was die da machen. Das ist, ich meine, Beat'em Up Master verfolgt die, denke ich mal, auch. Die Dreamcast-Community von heute. Oder? Ein bisschen, ja. Ja, also das ist echt verrückt, was die da machen, weil die Dreamcast, das ist immer noch eines der, die günstigste Variante gewesen, wenn man Arcade-Feeling zu Hause haben wollte, weil Neo Geo war teuer, Sega Dreamcast war... Ja, stimmt, ja. Sega es Dreamcast... Es war technisch gesehen die gleiche Hardware, wie die auf 2D Neo Geo hat. Ja. Die gleiche. Ja, aber das Verrückte ist ja, dass für zu Hause die Versionen besser waren als in der Arcade. Das ist verrückt. Ja. Aber wir weichen jetzt ein bisschen ab. Ich wollte auf die Communities hingehen. Und wenn da eine Liebe zu spüren ist für dieses eine Spiel. Diese Liebe habe ich damals gespürt, wo ich LAN-Partys gemacht habe bei der Warcraft 3 Community. Oh my God, was für ein Fun of my life hatte ich. Über 4 Jahre habe ich Warcraft 3 gespielt. Ich bin eigentlich nicht der RTS-Fan, aber Warcraft 3, boy. Und dann die Hero Maps oder was auch immer. Und die haben Voice Lines reingebaut und so. Und wenn du Blizzard dir heute anguckst, ne, dann denkst du dir, ja. Da kann man echt nur sagen, dass Valve bzw. Steam oder wer auch immer noch ein weiteres Team dahinter ist, da kann man von Glück sagen, dass die Community-freundlich sind. Ja. Und das ist das, Ist das Valve nicht mehr? Doch, Valve, doch, meine ich ja. Das Valve, also ich weiß nicht, wer hinter Steam noch steckt. Das ist bestimmt nicht nur noch Valve, weil, oh mein Gott. Rock Studios. Steam ist ja mittlerweile, ne, das ist schon ziemlich big. Aber
der Vertrieb zum Beispiel, ne? Aber ich meine damit, wenn ein Dienstleister oder wenn ein Publisher oder Studio, ne? Sagen wir mal auch Bethesda. Bethesda ist heute auch noch bekannt für modfreundliche Spiele und ja, Open Source. Ne? Und wenn die Community so viel Liebe gibt und ja, Left 4 Dead, dann kann, ja, ich kann es verstehen, mein Gott. Ja, ich meine, Left 4 Dead ist auch ein Begriff. Das ist ein fester Begriff, weil das auch eine, ja, das ist in der Videospielhistorie, finde ich, wichtig. Das ist ein Spiel, was gezeigt hat, die Atmosphäre eines Survival-Horrors zu machen in einer Zombie-ähnlichen Situation mit sehr schnellen Zombies und verschiedenen Zombies. Ja, man kennt die Witch, man kennt die Boomer, ne? Das ja, also bei den Infizierten komme ich doch gleich. Ja, wir sind halt so sehr gesidetracked. Ich muss, bevor ich halt weitermache, noch sagen, warum ich denke, dass Hino Seharuka die beste Original Character, also meiner Meinung nach, ist. Oh. Ja, nicht nur wegen den Design, sondern auch von dem Voice Acting. Also ich habe die Voice Actress mir selber auch angehört von anderen Charakteren. Da habe ich so zwei Seiten gesehen, ne? Und die hat bei denen so ein Acting gemacht, wo ich mir so denke, Alter, ich hätte nie gedacht, dass es möglich wäre. Ja. Ja. Und ja, weg von den Characters. Jetzt einem Roasters, ne? Also, Left 4 Dead 2 Roaster war halt meiner Meinung nach nicht iconic, aber die waren halt rememberable, ne? Ja. Also, die haben bestimmte Codenames bekommen oder Nicknames, ne? Und da konntest du halt recognizen, aha, der Typ ist ein Gambler, der Typ ist ein Coach, die ist ein Producer und der ist ein Mechanic. Ja. Ne? Und ja, also die Charaktere waren halt alle recognizable. Also die mussten halt sehr viel, also die hatten halt sehr viele Developers changed bekommen. Ne? Die werden dann halt normalerweise so rauskommen, sodass du halt nicht Wiedererkennung hast, sondern halt monoton wirken. Aber dann als Valve reinkam, ne, konnten die dann halt so Charaktere machen, wo die dann halt rememberable waren. Ne? Okay. Und von dem Survivors jetzt in den Waffen, warum ich jetzt Waffen sage, die Waffenstyles sind komplett anders von anderen Spielen. Ne? Vergleicht mal Left 4 Dead mit Counter-Strike. Das sind zwei verschiedene Welten, klar. Ja, die Animation, Properties, die Waffenarten. Aber ne? Same Engine, muss man sagen. Ja, Same Engine. Ne? Und das ist halt was Left 4 Dead unique macht. Das Spiel ist einfach das uniqueste Videospiel, was ich je gesehen habe. Ne? Kommen wir jetzt von Waffen weg, jetzt kommen wir mal zu den Infizierten. Oha. Also ich bin's euch ganz ehrlich. Infizierte können zwar gemein sein, aber ich denke, also vom Versus Mode her, alle sind balanced. Ja. Ja. Also. Bei Left 4 Dead ist das Tiefpunkt Teamwork. Oh. Ne? Wir haben den Boomer, der ist eine Horde-Beschwörer, ne? Der reiert ja jeden an. Ja. Die Witch. Hunter. Bei der Witch gehen alle ab. Naja, ich kann dir eins sagen, sobald du eine Shotgun hast, dann ist die Witch useless. Trotzdem, der Sound, wenn die alte abgeht, boy, war das war damals der Shit. Außer du spielst bei Realism Expert, da ist sie wirklich scary. der Hunter, völlig unpredictable, ne? Der ist bei Versus Mode ein Stealther und dann kommen wir noch in Kombination mit The Jockey und The Smoker. Okay. Also Hunter, Smoker, Charger und der Jockey sind halt alle D
Demobilisierung. Ne? Hm. Der Hunter pounced auf den Survival drauf, der Jockey reitet auf den Survival drauf. Ne? Der Smoker sagt, get over here. Ja. Ne? Und strangelt dann den Survival. Ja. Während die Low Damage verursachen und dabei halt den demobilisieren. Ne? Und wenn dann halt Damage fehlt, kommt dann noch die Splitter rein. Ne? Und der Charger macht halt einfach viel zu viel Damage. Ja? Ein Single Punch, schon verlierst du so 10 von 100 XP. Was heißt XP? HP. Ne? Mhm. Und jetzt übernehme ich halt ein bisschen die Wörter von der YouTube-Gruppe NASCARs, weil das ist das einzige Left 4 Dead Spieler, den ich noch verfolge. Der Tank, mein Gott, ist meiner Meinung nach der beste Videospiel-Boss aller Zeiten. Okay, ja. Ja, und der Reputation vom Tank wurde halt von richtig vielen Custom-Maps ruiniert, weil Leute denken, komm, Infizierten sollen gespammt werden. Ich meine, wenn du als Tank spielst oder wenn der Tank ein KI ist, ne? Beides ist unique, weil ich fange mal jetzt mal mit den AI-Tank an. Der kommt zu dir in einen bestimmten Blickwinkel an, sodass er den Distanz zwischen dir und ihn selbst schließt. Und der wirft da auch noch Godlike Rocks, ne? Also das ist sein Special Attack. Also der holt so ein. Der hebt so einen Rubble hoch und schmeißt auf dich zu. Und das ist halt das Gameplay in Versus, wenn du nicht weiter weißt, wie du halt die Survivors rankommen sollst, weil sobald du auf die reinkommst, dann shredden die dich. Oh, wow. Und als Spieler musst du halt einen Plan haben, wie du als Tank spielst, weil das hörst du bei jedem Spiel. Wait for a mistake, ne? Und dann kannst du als Tank da reingehen. Natürlich. Ne? Ne? Sind die in ein Open Area, ne? Oder sind die distracted? Keine Ahnung, Vierer Boom oder sind die überhaupt low? Also sind die überhaupt low HP, ne? So, weil sobald Survivors low werden, desto langsamer werden die. Und das ist halt der Moment, wo der Tank reinschreitet. Und das ist halt wirklich der beste Videogame-Boss überhaupt. Wenn es um Zombie-Games geht, ne? Also da könnt ihr mir Vorträge über den, wie heißt der Boss von Back 4 Blood? Orger? Ja, so wie Tekken 3 Boss, den Orger. Orger. Ja. Ja, und vor allem wenn man noch die Theme-Song hört, ne? Also ich denke mir so den Orger-Theme-Song, Gott, ey, das hört sich so monoton und bland an. Und dann höre ich auf einmal The Tank, ne? Hier, wenn du hier kurz einblenden würdest, ne? Boah, Alter, das. Also da kommt halt sehr viel Adrenalin zu. Und weißt du, wo ich besonders viel Gänsehaut bekommen habe? Na? Bei dem Sacrifice. Nee, nicht Sacrifice, das ist The Last Stand Update, ne? Was ich darüber geredet habe. Das ist ja ein Community-Based Update, ne? Da kam ja noch Custom Map als Official Map noch dazu, ne? The Last Stand. Wenn du in der Finale den Generator wieder zum Laufen bringst, werden da zwei Tanks kommen und auf einmal wechselt sich das Musik vom Official Made Music auf einmal zu Fan-Made Music. Oh, ne? Cool. Du hörst, wenn du hier auch einblenden könntest, den Metalized Tank. Metalized Tank, ja. Und ich hatte bei Comment Section gehört, if a fan-made Soundtrack becomes official. Ja. Ne? Also deswegen liebe ich Valve, ne? Beste Developer ever. Ne? Mm. Und ja, verstehe. Ja, also
Also und deine bedingungslose Liebe zu Left 4 Dead 2 ist nicht abzustreiten. Ja, und jetzt würdet ihr wahrscheinlich schockiert sein, das Spiel kriegt mir vor ein 4,5 Sterne von 5. Warum ausgerechnet 4,5? Was ist das eine negative Punkt, was ich bei Left 4 Dead hervorzuheben habe? Muss ja nicht negativ sein. Muss ja nichts Negatives sein. Das ist ein Flaw, das gesamte Videospiel seit 2009 struggled. Artificial Intelligence. Und damit meine ich friendly AI. Ah, okay. Ja, also nennt mir irgendein Spiel von den letzten 10 Jahren, was ein sehr gutes Friendly AI hat. Irgendeins. Wenn ihr mir ankommt mit Back 4 Blood und nein, FIFA, ihr habt euch selber in den Schwanz geschnitten, weil AI Gaming hat sich seit 2009 nicht verbessert. Nee. Ne? Und Left 4 Dead 2 ist das. 2004. Also Left 4 Dead 2 ist das lebende Beweis, dass Friendly AI nie verbessert wurde. Ne? Man verschwendet wichtige Ressourcen und man geht in beschissenster Weise down. Ne? Naja. Ich muss mir jedes Mal ansehen, wie sehr hilflos ich war bei Singleplayer Games. Ne? Hm. Und trotz Bot-Upgrades ist es halt keine Verbesserung. Ne? Das ist einfach. Und dabei wundert sich, warum die Infected AI so OP sind, ne? Weil ich frage mich selbst, warum das gegreenlightet wurde, ne? Ich meine, wenn du jetzt von einem Hunter gepounced wirst, ne, da kannst du währenddessen schnell den Coffee machen. Ja. Naja, ich sag mal so, solche Probleme, da könnte man auch jetzt über Monolog oder eine Diskussion drüber halten, was noch so anders nicht verbessert bzw. liegen geblieben wurde oder aber umso besser macht es ja dieses Spiel ja unter anderem auch besonders, ne? Weil wenn ich mich an eins immer wieder, das erste, was jeder sagt über Left 4 Dead, sind die schnellen Zombies bzw. die Gegner, weil sie nicht gleich immer reagieren, weil das immer Chaos ist und so weiter und so fort. Aber ja, da muss ich schon sagen, jo. Ja. Okay, noch was zu Left 4 Dead 2 oder bist du dann jetzt durch? Mein Gott, ich dachte überhaupt. Ja, also generell, bis ich sage, dass ich jedes Mal beim Workshop-Addons checken bin, ne? Also ich guck tagtäglich über, Moment, Workshop, Alter, Google, Workshop, ach, weißt du was, Steam Workshop, ne? Also ich guck jedes Mal da rein, ne? Geht dabei Search in Workshop, Left 4 Dead 2, damit ich das Spiel aussuche, ne? Ich sehe jedes Mal eine neue Popular Add-ons, ne? Naja. Es heißt Waffenskins, Survivor Skins, ne? Oder wie ich auch gesagt habe, dass ich Survivors komplett geändert habe, ne? Mhm. Ne? Und ihr fragt euch, welche Script Add-ons meinst du denn, John? Ne? Hard Mode, ne? Das ist ein Mod-Series, was halt sehr populär ist, weil Leute denken, Realism Expert ist halt nicht das Härteste. Ne? Delayed Healing, Stumbles und sonst so weiter. Ne? Also ganz ehrlich, ich sehe jedes Mal neue Shit hier und mein Gott, das ist einfach schön zuzusehen, wie aktiv das ist und was für neue Sachen ich hier sehe. Kurz gesagt, that's put a smile on your face. Mhm. Und okay. Ja, das ist was ich zu Left 4 Dead zu sagen habe. Ne? Also ich und Raphael, wir haben ab und zu mal Left 4 Dead gespielt und wir haben uns zu Tode gelacht, als
als wir, also genauso wie I'm Your Father mit seinem Voice Mod in Tekken, dass wir gewisse Sounds abgelacht haben. Keine Ahnung. Wir haben dann einfach den Charger als Low-Tier God gemoddet. Oh no. Ja, es gibt es wirklich und also wir mussten jedes Mal uns totlachen, als wir den Charger getötet haben. Also wir haben da alle 20 Sekunden. Oh my god! Und Yossi, what the fuck I'm talking about? No, und mittlerweile hab ich den Tank als Lotte God gemoddet, ne? Und Gott, und ich hör da so, I can't keep off of these people of my fucking game! Beat'em Up Master, hast du irgendwelche Berührungspunkte mit, ja, irgendwas dergleichen, Left 4 Dead, LAN-Partys oder so? Ja, mit Wolf habe ich was gemeinsam. Und? Das war's. Ich habe ja demnächst vor kurzem Portal gekauft. Ich habe noch nie gespielt. Mhm. Hey, what? Und ich habe es damit durch. Oh, so schnell. Ja, so schnell kann man es machen. Das erste war richtig lange, aber dann, zack, in einer Stunde bin ich schon durch. Okay. Einen zweiten Tag muss ich noch durch. Was ich nochmal spielen wollte, aber ich hab's verpasst, das zu holen. Das ist Half-Life. Ich hab's auch noch nie gespielt in meinem Leben. Ah, ich weiß nicht, das Ding ist, ich weiß nicht, ob der Impact heute noch so knallt, wenn man es heute spielt, ne? Das ist ja 98 rausgekommen. Da muss man schon. Und das Teil 2, 2007, dann gibt es noch einen neuen. Ja, da gibt's die Orange Box, ja. Mit Portal. Der Orange Box ist ja nur ein Add-on, aber ich meine, ganz neues gibt's da schon inzwischen. Ach so, ja. Das heißt aber nicht Teil 3. Ich soll aber nicht so gut sein, habe ich gehört, irgendwie. Du meinst Half-Life Alyx? Das VR-Spiel? Oder ja. Kann ich nichts zu sagen, weil ich nicht da rankomme, beziehungsweise ich kenne keinen in meinem Kreis, der sehr stark VR vertreibt. Ja. Nee, gut. Okay. Ja, ich habe genug meinen Senf dazu gegeben. Man merkt, ich habe auch eine PC-Vergangenheit, eine ganz große PC-Vergangenheit. Okay, ich auch. John, das wär's mit deinem Platz Nummer 2 of all time. Yep. Und yep. Ganz ehrlich, ja. Hätte ich keine Berührungspunkte gehabt, ne, dann wäre Left 4 Dead nicht bei mir angekommen. Ne, weil ich mag Shooter Games nicht, ne? Und Left 4 Dead 2 und The Last of Us ist einfach eine Ausnahme. Mhm. Ja, das ist aber was Besonderes, The Last of Us. Ja. Wie gesagt, wenn Mechaniken gut eingebaut sind, dass das drumherum einfach dir gefällt, dann muss man, wie gesagt, die Verpackung macht es aus. Yes. Okay, dann komme ich jetzt zu meinem Platz Nummer 2 und ich weiß nicht, John wird sagen obvious, Beat'em Up Master wird sagen, hätte ich mir schon fast gedacht. Und zwar ist es John. Ein 16-Bit 2D Kampfspiel. Es ist meines Erachtens nach, ich kann das immer wieder spielen. Achso, ja. Und er so, achso, ja. Ich weiß schon. Er weiß es schon. Es ist kein Tekken, es ist kein Mortal Kombat, es ist kein Street Fighter. Warum? Nein, nicht weil sie schlecht sind oder so, sondern weil dieses Spiel, ich finde es perfekt. Und dieses Wort droppe ich nicht sehr oft bei Videospielen. Und wenn man sagt, eines der besten 2D-Fighting-Games also der 16-Bit-Zeit, fällt natürlich sofort erstmal Third Strike, sieht man bei Third Strike in Wort. Aber dann immer als zweites, wer immer A sagt, kann auch B, wer B sagen kann, und ich bin der B-Typ. Und es geht um SNK's, finde ich persönlich, Meisterwerk Garou Mark of the Wolves. Ja, natürlich ist es das. Was soll das sonst sein? Nicht umsonst haue ich immer die Fighters Choice Musik als Intro dieses Podcasts rein und als
wenn das Special KO, wenn du vom Level 2 Special getroffen wirst, das KO ist der Rausschnitt von dem Podcast. Ich liebe das, also ich finde dieses Gothic-Design, das ist auf dieser 10 Jahre alten Hardware. Ich finde diese Animation, ich finde sie persönlich besser als die von Street Fighter 3, persönlich. Ich finde einfach auch die ganze Dynamik des Spiels, vor allem die Spielbarkeit, wie simple as fuck das Spiel ist. Du baust nur Viertelkreise zu machen bei gewissen Schlägen und bei gewissen Specials und du hast so ein tiefes Kampfsystem, das habe ich kaum bis gar nicht mehr wiedererlebt bei so einem Spiel. Dann kommt natürlich noch die ganze Musik dazu, der Artstyle, die Präsentation, vor allen Dingen das B-Intro, also das Arcade-Intro. Nicht das Konsolen-Intro, wo man nochmal die Backstory hört, sondern wo man diesen filmischen Intro sieht. Das ist kinoreif. Das ist mega geil. Aber die Schatz kommt da, ne? Ja. Das ist mega geil, wie die Charaktere präsentiert werden und so. Und Garumak of the Wolves war sehr lange nur in Amerika und Japan erhältlich. Und ich habe das damals auf der Dreamcast gezockt mit meinen damaligen Kumpels. Und ich habe auf der Dreamcast, muss ich ehrlich sagen, mehr Garou gespielt als tatsächlich Street Fighter 3. Street Fighter 3 habe ich mehr gespielt auf der Street Fighter Anniversary Collection auf der Xbox. Also auf der ersten Xbox, muss man ja heutzutage sagen. Ne? Aber Garou, Mark of the Wolves, ich habe sehr lange keine Berührungspunkte dann mehr mit SNK gehabt, aber 2016, ich habe leider den Typen vergessen, der sehr viel Support genommen hat für die Vita, für die PSP-Spiele, und da wurde gesagt, Garou Mark of the Wolves kommt wieder, und ich habe sogar hier Videos gemacht. Ich mache auch öfters ab und zu. Wie mir danach ist, mache ich eine Fight Night und dann frage ich Beat'em Up Master, ob er Bock hat auf Garou. Meistens ist es ja. Ja. Und was soll ich sagen? Ich liebe dieses Spiel von vorne bis hinten. Dieses Spiel hat das geschafft, was nicht viele Kampfspiele geschafft haben, und zwar einen. Es gibt nur Terry Bogard. Das ist der einzige bekannte Charakter aus der Fatal Fury-Reihe. Und der Rest ist so neu und so anders. Und alle lieben das. Alle lieben es. Alle lieben es. Ja? Mhm. Das ist das, was SNK besser kann als Capcom. Das muss man erstmal schaffen. Und vor allen Dingen diese Sprite-Animation. Alter! Sorry. Und die Musik. Ich liebe die Musik. Also die Sprites sind auch ein Knackpunkt, was mich auch dazu geführt hat, dass ich auch die Animation von Rock Howard mochte. Ja, also generell, was da passiert auf dem Bildschirm, alleine wenn die Kämpfer sich bewegen, das ist Augenschmaus. Und der Sound ist fetzig, das knallt nur aus den Ohren, Alter. Ich liebe dieses Spiel. Es ist kurz, knackig, es ist mega geil. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, es ist SNKs Meisterwerk, bisher immer noch. Ja, es gibt sehr viele gute SNK-Kampfspiele, da hat jeder sein Favorit. Klar, aber ich finde, Garou Mark of the Wolves es gibt auch andere Kampfspiele, die könnte ich jederzeit spielen, aber das ist etwas. Ich bin nicht gut in Garou Mark of the Wolves. Ich gebe das zu. Ich bin nicht gut in diesem Spiel, aber Gottverdammt, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Nichts, also ich weiß nicht, was SNK da gesoffen hat oder was die genommen haben, aber so ein perfektes Produkt. Ja, Musik, Arenen, ja? Wenn Runde 3 kommt, die Arena-Hintergründe ändern sich und so weiter und so fort. Das ist ja. Na, man bedenkt, ich bin ja auch ein Fan von den Rebound Fatal Furies, und das ist derselbe Produzent, übrigens derselbe Produzent, der Garou gemacht hat, der hat auch King of Fighters 15 gemacht. Und vor allem, der ist nur wiedergekommen zu SNK,
Mit der Bedingung, dass er ein Garou 2 machen darf. Und er macht es. Also er macht jetzt, okay, Garou, dann setzt du, klar, Fatal Fury. Fatal Fury, wie hieß es nochmal? Fury of the Wolves, ne? Oder so. Irgendwie so war das. Fury of the Wolves. Irgendwie so. Es ja, jedenfalls Garou 2 kommt und diesen kurzen Trailer, den man gesehen hat, ja, das ist schon mal viel besser animiert als King of Fighters 15. King of Fighters 15 ist steife Scheiße, Entschuldigung. Der kurze Trailer von Fatal Fury, irgendwie, es ist so schlimm, mir fällt es bestimmt nachher ein, aber jedenfalls Garou 2, alleine die Kleideranimation und so. Und das sieht comichaft aus. Ich hype dieses Spiel. Ich hoffe, weil King of Fighters 15 für mich komplett... es ist ein gutes Spiel, aber da fehlt so einiges. Ich hoffe, die Spielbarkeit wird übernommen. Und mal gucken, vielleicht wird das das nächste Meisterwerk von SNK. Mal gucken. Ja, ja, sieht's ganz noch aus, weil Samurai Showdown haben die auch von 0 auf 100 gebracht. Samurai Showdown 2019, ich habe da auch eine sehr große Schwäche, aber nee, also ich bei aller Liebe, ich mag Samurai Showdown 2019, ne? Aber Garou ist für mich was ganz Besonderes. Garou Mark of the Wolves ist für mich sehr besonders. Ne? Klar, Capcom, ja, wahrscheinlich Capcom, das ist SNK 2, kommt da nah dran, aber das glänzt nicht mit Technik, sondern es glänzt mit der, es ist einfach alles da und es ist alles aggressiv. Es ist nur am Abgehen. Das ist die Bell. Doch, schade, findest du, dass das Special gecancelt wurde. Mhm. Die haben tatsächlich daran gearbeitet, ja, ne? Ja, die haben an 3D-Titel gearbeitet, ja. Finde ich schade, Nee, nicht gerade, das war das nächste Teil. Garou, Ach so, den Nachfolger von Garou. Ja, die haben ein paar Sprites, genau. Ja, die haben ein paar Charakter-Sprites gemacht, ja. Ja. Die haben ungefähr 20-40% schon fertig gehabt, aber zwar haben die dann gecancelt, weil die Pleite wurden. SNK und Kram. Pleite. Schade. Mhm. Ja, die hätten es aber dann noch machen können, vielleicht haben die aber nicht das Geld gehabt, ich weiß es nicht. Nee. Theoretisch hätten es machen können. Nee, SNK war auf Insolvenz. Das ist richtig. Deswegen haben wir auch kein Capcom vs. SNK 3 bekommen. Nee. Ja, das haben die Capcom und die kannst du nicht unbedingt SNK. Ne? Aber das ist auch einer der Gründe, weil SNK konnte nichts machen. Nee. Ja, das ist so, ne? Ja aber halt ich glaube. So was dann aber ist. So, und wie der Mapmaster denkt sich nur, sag mal, hast du was gesoffen? Warum sagst du, Garou ist das beste Kampfspiel aller Zeiten? Hm? Ich weiß nicht, was sagt wie der Mapmaster dazu? Ja, ich muss leider dir sagen, dass die Sprites doch ein bisschen größer sind. Ja. Aber in Super 3, bums, gleich schon mal viel besser. Also größer. Ich darf gar nicht sagen, aber in Street Fighter 3 benutzen die schon 3D-Gitter. Das sind schon 3D-Hurtboxen. Ne? Keine 2D. Ja, die. Das die, ist schon was ganz anderes. Halt, ne? Das ist schon was ganz anderes, ja. Das ist eine Technik, die weit vor ihrer Zeit war. Street Fighter 3. Wie gesagt, ich sag ja nicht, dass das eine schlechter oder das andere besser ist. Ich halte einfach nur für mich Garou Mark of the Wolves ist der 2D 16-Bit. Also das ist die Creme de la Creme, finde ich. Also das sollte man gespielt haben. Das kriegt man ja heutzutage auf jeder verdammten Plattform zu spielen für einen schmalen Taler. Ich glaube 20 Euro. Jetzt schon, das. Ja. 15? Jetzt. Früher gab es nur auf der Xbox 360. Genau. Von G2-Lanze. Weil auf der Dreamcast gab es ja nicht auf Deutschland. Oder wie gesagt, nur in Amerika und Japan. Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch mal Gameplay an. Es werden ja heute immer noch von SNK Turniere für dieses Spiel gemacht. Weil die Community es gibt und die. Ja, es wird gefeiert. Ich finde auch ich finde, Garou hat ein ähnliches Phänomen, wenn auch nicht so groß wie Tekken 3. Nur, dass es nicht so laut ist. Ja, genau. Der Tekken 3 hat die ganze Welt verändert. Tekken 3 ist
ist all over the place. Ja, all over. Hat Bild von der kaputt gemacht, hat Sylph von der kaputt gemacht, hat Bloody Roar kaputt gemacht. Fast. Ja, genau. Fast. Fast. Aber dann kam Konami. Fast. Bloody Roar hätte vielleicht dieses noch mehr kaputt. Ich sag euch, wäre nicht Konami, hätten wir vielleicht sogar bis heute immer noch Bloody Roar. Ich sag's euch. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Aber Beat'em Up Master, jetzt mal persönlich gesehen, was hältst du von Garou? Ich möchte jetzt mal endlich wissen, weil wir reden ja nie drüber. Wir können jetzt mal hier drüber sprechen. John kann sich ja auch dann beteiligen. Sonst. Was? Also die Fatal Fury an sich. Ich habe tatsächlich erst alle auf der PlayStation 2 gespielt, durch die Collection. Ich habe es nie wirklich auf der PlayStation 1 gespielt, weil das ist tatsächlich auf Deutsch. Das 3D Garou, ne? Fatal Fury. Wild Ambition. Das ist tatsächlich in Deutschland erschienen und ich habe nur davon gewissen. Jetzt warst du 100% gekauft, so ein Spiel. Das ärgert mich ein bisschen, aber es ist halt so, ne? Das passt eigentlich auch sehr gut, so die Zeitstep-Mechanik, diese 3D-Spaces. Hätte schon richtige Zukunft werden können, aber es soll wohl nicht sein, ne? Weil seit Street Fighter 4 ist es alles auf 2D jetzt geändert worden, nicht wie auf der PS2, richtige 3D-Spaces. Wie in Super Dragon Ball Z oder, ja, muss nicht sagen Tekken oder Wheel of Fighter, die hatten das ja schon. Aber ja, ich habe das erst auf der PS2, die Collection, gespielt. Fatal Fury 2 Special und Fatal Fury 3. Die anderen habe ich erst später gespielt. Aber was war so dein Eindruck? Wie geflasht warst du von Garou, wo du es zum ersten Mal gespielt hast? Ja, die Sache ist die, ich habe da in dieser Zeit sehr viel SNK-Spiele gespielt. Bei Südfader kam auf einmal gar nichts, da kannst du nur schon wieder Südfader 2 spielen. Oder Südfader einfach ganz später Südfader einfach. Ja. Das ist schon ziemlich wie diese Zeiten gewesen für Südfader Events, darum habe ich angefangen SNK weiter zu spielen. Ja. Es hat mich schon gut gefallen, aber es war nie wirklich besser als Südfader, das ist ja eigentlich schon, was man sagen will. Aber Spaß, du hast halt Spaß daran. Und es ist ja gar nicht so schlecht zu Street Fighter Condor Space. Es hat bessere Musik, die Musik ist immer anders. Und weil bei Street Fighter Alpha war es ja auch die abgespeckte Version von Street Fighter 2. Ja. Die war nicht besser als Street Fighter 2. Und die Grafik ist auch nicht besser als Street Fighter 2 oder Charakterdesign. Als wäre das so ein Kinderanime oder was, das hat mir ein bisschen gestört. Wie war das? Wie nennt man auch die Alpha-Reihe? Street Fighter Ghost Anime. Ja. GBs, ne? Ja, aber SNK. Die haben's auch gemacht. Aber SNK hat ja immer Anime verfolgt. Also Anime-Essen. Ja, die Core, ne? Anime-Core, kann man sagen. Aber. Weil du hast Garou, ersten Spiel. Garou hat es am besten gefallen. Zweiten. Aber drin auch. Garou, ja, das war der Höhepunkt, ne? Und das war auch das letzte Garou. Also. Da gab es nie wieder ein richtiges. Ja. Aber bevor ich das mal wusste, gab es SNK vs. Capcom vs. SNK 2. Davon weiß ich, dass es solche Charaktere wie Terry Bogart gibt. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen, aber ich weiß nicht wo. Ja. Dann habe ich, wie heißt der? Oh man, Horvats. Hat mir auch gefallen, obwohl ich gar nicht wusste, dass es so ein bekannter und beliebter Charakter ist. Das ist ein Charakter ist, ja. Ja, Garou oder King of Fighters war da auch mal drin. Nicht in 14, 15, sondern auch vorher. Aber ich muss auch mit Stolz sagen, dass Garou hier auch in Deutschland gewisse Leute kennen und sagen, ja, die finden das besser als Street Fighter 3 und nicht so. Okay. Ich muss aber auch persönlich sagen, diese Diskussion hatte ich auch mit Beat'em Up Master in Discord.
Street Fighter 3 ist schon fast kein Spiel mehr. Das ist eine Sportdisziplin. Ich finde persönlich, Street Fighter 3 ist hart zu spielen, wenn man wirklich das Maximum aus diesem Spiel rausholen will. SNK ist in dem Moment, SNK hat in dem Moment mit Garou den einfachsten Zugang ever, ja, und es hat auch, ja, eine Just Defend Mechanik, nicht unbedingt eine Parry Mechanik. Aber die konzentrieren sich, also das, was die zeigen wollen, es ist einfach wunderhübsche 2D 16-Bit-Grafik. Also wirklich, diese Sprite-Animation mit Kleider bewegen sich, Haare bewegen sich, Mimik und das passiert alles so in Sekundenschnelle. Die Arenen sind wunderhübsch. Ja. Wie gesagt, so eine Animation, dass ein Helikopter im Hintergrund fliegt, das ist schwierig. Das ist schwierig zu animieren. Ja. Ich finde immer noch SNK, ja, mit Garou, das ist unsterblich. Also ich finde es, für mich ist es unsterblich. John, hast du noch was zu sagen? Vielleicht zu Garou? Nee, okay. Also. Ich bin ja zu meinem nicht in dieser frühen Ära von Videospielen geboren und bin ja so ungefähr, sagen wir, zwischen PS2 und PS3 geboren, aber da kannte ich noch Videospielen gar nicht. Ja gut, ja, aber damals hatte ich sie auch erst gekannt. Ich hatte nur 2-3 Spiele gespielt. Ne? Raiden 2, irgend so ein Jump'n'Run-Game und dann noch Street Fighter 2 Champion Edition. Also von äußerlich betrachtet, also als ich so hier und da beobachtet habe, da dachte ich mir nur so, ist ein schönes Spiel für 16 Bits. Und generell persönlich konnte ich selber nicht spielen. Also ich hatte nie die Möglichkeit gehabt. Ja, verstehe, ja. Ja, also ich kann halt leider nichts dazu sagen. Okay. Ja, ich bin bei meiner Wahl nächstes Mal besser dran. Vielleicht nehme ich irgendwas, was John kennt. Nein, alles gut. Nein. Aber ja, das ist nämlich so das Problem mit SNK-Games. Die meisten sind in Japan bzw. in USA festgenagelt. Aber das ist auch die Schuld von SNK. Hat sich aber geändert, ne? Ja, mittlerweile. Hat sich aber geändert in den Zeiten, ja. Aber es hat lange gedauert, so lange. Ich finde nur gerade, was SNK angeht, also was King of Fighters 15 angeht. Schweigen zu viel. Nein. Ich mache genau dieses. Genau das. Mehr sage ich nicht. Also, schade. Wirklich schade. Denk ja, das ist auch Hinako, oder? Hinako-chan! Alter, mittlerweile poste ich bei jedem neuen reingeposteten KOF-Trailer so entweder diesen Man-Sticker oder oh my god, who the hell cares? Ja, das Ding ist, also King of Fighters 15 geht wirklich unter. Also es ist hammerkrass. Also ich wundere mich immer noch, dass das Guilty Gear sich irgendwie irgendwo noch so die Fahne hochhält. Hallo, ich bin da. Weil wir leben in einer Zeit, wo zurzeit Street Fighter 6 und Mortal Kombat 1 hardcore dominieren, plus Tekken 8, und Tekken 8 ist noch nicht mal raus. King of Fighters hat jeder vergessen. Ich nichts. Ja, ich auch nicht, aber das Problem von King of Fighters war, du kannst es nicht online anmachen und gegen welche Leute spielen, weil du findest kaum Leute, und wenn du welche findest, dann sind es immer die Hardcore-Leute. Ja, die nur das spielen. So, dann hast du nichts mehr zu tun in King of Fighters 15. Nix.
Du hast nur Arcade und that is. Nix. Lack of offline content. Ey, wie kann das sein, dass King of Fighters 14, ja, Survival Time Attack hat, eine Story, ja, und wirklich ein sehr, also, was Online-Funktion angeht, that is good. Ja, that is very good. Aber warum haben die es dann nicht King of Fighters Online Edition genannt oder so? Weil das ist quasi online. Das ist nur noch online. Das ist gar nichts. Keine Ideen, kein gar nichts. Das ist straight up. Das ist noch so in dieser, ich habe das Gefühl, King of Fighters 15, jetzt nach der Zeit, dass es in dieser Bubble von der E-Sport, dass es noch ein E-Sport-Produkt ist. Weil das ist so straight up auf Competitive so ausgelegt. Das ist der gleiche Fehler wie Super 5, ne? Was so haben wir. Nicht unbedingt der gleiche Fehler, aber die Konzentration auf die Spieler ist falsch. Wenn ich da kurz reingrätschen darf, im Gegensatz zu KO 15, ich finde, ich habe meinen Weg mit Street Fighter 5 gameplay-wise halt mich eingefunden. Ja, unter anderem, das liegt daran, weil ich ein Ryu-Main bin und ich will jedes Mal den besten Ryu Deutschlands gesehen habe. Street Fighter 5 ist not a bad game, das sage ich immer wieder. Ja, nur halt, the Netcode is a problem, ne? Mm. Ja. Hands down. Mhm. Und ich habe, glaube ich, bei meinen YouTube Recommendations ein Video mit dem Titel Why Esports is Ruining Games gesehen. Also ich habe es mir nicht persönlich angeguckt, aber ich habe nur den Titel gesehen und da muss ich sofort an dich denken. Ja, weil guck dir Street Fighter 6 an, was das für ein Produkt jetzt ist. Guckt ihr Mortal Kombat macht das seit 2002 mit Deadly Alliance, die machen immer Content, ja, also die machen seit über 20 Jahren diesen Shit, also ich frag mich, warum sich das keiner noch angeguckt hat, aber okay, gut, und Tekken scheint auch wieder auf den Kurs zu sein, hey, we make a game, not a E-Sport Game, also ein kompetitives Produkt und ja. Naja, zu Tekken muss ich allerdings sagen, KBD for life, bruh. Ich muss aber auch sagen, Guiltiest Drive hat ähnliche Probleme. Wobei Guiltiest Drive wirklich was Gameplay und Technik und Präsentation und überhaupt, also klar, das ist Guilty Gear. Präsentation, ne, das ist gefühlt alles. Also wenn dich das nicht hookt, dann gehst du auch nicht ins Gameplay rein. Aber Guilty Gear Strive hat the same problem. Ja, es hat Offline-Content, yes, du hast eine Arcade, du hast ein Survive. Aber es ist nicht das, was zum Beispiel die früheren Tekken-Spiele zum Beispiel hatten, ne? Ja, Tekken hatte Bowling, Minigames, einfach so irgendwelchen Scheiß. Und Street Fighter 6 ist der beste Beweis dafür. Es hat Extreme Battle, das haben sie sich von NRS ganz klar abgeguckt. Da kann ich nichts anderes sagen, ist aber auch nichts Schlechtes. Street Fighter hat jetzt einen den World Tour Modus, den ich ganz okay finde, aber der macht Spaß. Wirklich. Also so erzählt man auch seine Charaktere, weil Street Fighter hat keine... Die Story ist Banane. Also wenn man eine Story um Street Fighter bannen will, die ist Banane. Street Fighter sind Charaktere und die erzählen die Geschichte. That's it. Und das ist die beste Möglichkeit, so Street Fighter zu präsentieren. In der Welt von Street Fighter herumzulaufen und die einzelnen Charakter-Arcs oder Stories oder was auch immer kennenzulernen. Und ja, und dann ist natürlich der Fokus auf Präsentation, ganz klar, die Charakterzüge und the Fight System. Und das ist die größte Stärke von Street Fighter 6. Und sie haben aber nicht vergessen, yes, we make a game, not a competitive game. Und das ist wichtig, dass man Leute spielend daran hinweist. Das hat Soul Calibur früher auch ganz, ganz gut gemacht, aber Soul Calibur 6 hat einfach gelitten unter dem Budget, was Namco für Soul Calibur 6 gegeben hat.
Und zu Soul Calibur 5. Ja, Soul Calibur 6. Wie gesagt, Technik und Gameplay wirklich gut. Also das ist wirklich wieder ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, aber drumherum trocken wie ein Heuballen in der Wüste. Wow. Disgusting. Echt. Also langweilig. Ohne Scheiß. Also ich kann das auch verstehen, dass Soul Calibur 6 keinen Appeal hatte. Tekken 7 ist ja auch sehr laut verschrien. Because Legacy Characters as DLC und ja, Lei Wulong war nicht geplant und Lei Wulong kommt. So. Genau wie Mortal Kombat 11. Melina war nicht geplant, Melina kommt. So. Naja. Aber wenn man perfekte Games spielen will, dann spielt Gabu. Nein, und aber Tank 3. Ich meine, Garou ist für mich zum Beispiel nicht nur ein Beispiel, weil das für mich ein perfektes Produkt ist, sondern Garou ist für mich ein Beispiel, unter anderem Spielbarkeit ist mir sehr wichtig bei einem Kampfspiel. Wenn die Masse, die Spielbarkeit wirklich zugänglich ist und jeder hat Spaß daran, ja, und dann kommt die Präsentation und so weiter und so fort. Und wenn das alles funktioniert, siehe Tekken 3. Tekken 3, da kannst du Knöpfe... Tekken konntest du immer schon Knöpfe drücken. Aber genau bei Tekken konntest du Knöpfe drücken, Musik war geil, Präsentation war geil. So. Und du hast einfach gefühlt, du spielst die Zukunft des Kampfspiels bei Tekken 3. Bei Garou ist das halt ein Produkt, wie man gerne Kampfspiele heutzutage auch hätte. Heute noch. Es gibt ja heutzutage Leute, die sagen, Blazing Strike, wir warten immer noch auf die Veröffentlichung von Blazing Strike. Also ja. ich zumindest. Ja. Die haben zumindest gesagt, es kommen auf jeden Fall dieses Jahr. Aber ja. Ich sehe daran nichts. Ich sehe Probleme. Nichts. Probleme. Aber ja. Solche Kampfspiele, es ist ja bekannt, dass Kampfspiele die am schwersten zu entwickelnden Spiele sind. In der Videospiel. Das merke ich selber auch, ne? Ja. Vor allem bei den Kampfspielen. Deswegen. Kann es sein, dass ich deswegen so viele schlechte Fighting Games bei Angry Video Game Nerd gesehen habe? Wie Shaq Fu oder was? Nee. Shaq Fu ist halt noch eine Wanze. Was ich halt damit meine, ist. Sagen wir mal als Beispiel Amiga CD 32. Ooh. Dangerous Street. Das Problem ist, es gibt sehr viele Copycats und es gibt sehr viele, die versucht haben, den Flair nachzumachen, aber keiner konnte. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt alle mal schocken. Die DOA-Fans da draußen. Ey, ich liebe DOA. Ja? Ich mag DOA. Ich liebe DOA 5. All time. Ja? Aber DOA ist wirklich die, sagen wir mal, fast-paced Variante von Virtua Fighter. Und das ist nicht mal gelogen. Du hast auch drei Buttons. Es ist sauschnell und es setzt auf gewisse Präsentationen, wenn man den Producer dahinter kennt. Erstmal Brass Physics and then the Fight System. Okay? Aber, ey, guter Mann, er weiß, was er will, ja. Okay, jetzt mal fern abgesehen, aber deswegen ist DOA und deswegen ist Virtua Fighter. Und ja, Kampfspiele heutzutage, warum feiern wir Street Fighter 6? Warum feiern viele Leute Mortal Kombat 1? Ich meine, bei Mortal Kombat ist es noch eine zusätzliche Option, dass sie seit 2011 immer ihr Kampfsystem ändern. Es hat immer eine andere Funktion. Also Mortal Kombat 2011 spielt sich anders wie Mortal Kombat X und Mortal Kombat 11 und Mortal Kombat 1 spielt sich anders. Das ist etwas, was sehr mutig ist, was sehr kreativ ist. Da kann man sagen, kein Spiel ist gleich sich dem anderen und jeder kann mögen, was das will. Alles klar? Und Tekken. Break the Rules mit 8. Wir wissen nicht mal, ob das auch so ein fertiges Produkt wird, weil Tekken 8 tatsächlich die Regeln umgeworfen hat, die es seit Tekken 5 gibt. Und das macht mich fertig. Also das heißt, Schulbank drücken. Ja?
Ist aber vielleicht sogar die richtige Richtung. Möglicherweise. Aber es ist sehr schwierig. Bei Developers versuchen ja jetzt auch endlich normale Spieler, Kampfspieler attraktiv zu machen. Und deswegen passiert das. Aber immer noch einen gewissen Skill. Also, dass man doch einen gewissen Skill braucht. Aber dass normale Leute, nicht so wie du und ich, dass so normale Leute, die noch nie ein Kampfspiel gespielt haben, dass sie, wenn sie Knöpfe drücken, dass sie merken, oh cool, ja. Irgendwie den Special-Modus, was da steht, mit drei Knöpfen oder was. Ich finde Kampfspiele haben mittlerweile wieder, wir leben wieder mal in einer recht goldenen Ära, ne? Wir kriegen jetzt besser Netcode, Kampfspiele sind relativ im Gespräch, ja, sie haben eine hohe Aufmerksamkeit, ja, und ich bin stolz, in dieser Ära zu sein, und ich hoffe, wenn Garou 2 kommt, beziehungsweise Fatal Fury, ja, und wie der Titel nochmal weiter hieß, da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob das auch das treffen wird. Ich glaube nicht, dass es wird unfassbar schwer sein, das wieder zu reproduzieren, was Garou geschafft hat. Für mich jedenfalls. Ja. Und dann wollen wir mal schauen. Aber ja, Garou ist für mich eines der perfektesten Kampfspielprodukte, die es gibt da draußen. Das ist sehr weit hergeholt. Ja, cool. Aber ja. Okay, Beat'em Up Master. Was ist jetzt dein Spiel aller Zeiten? Nummer 1. Was ist es? Ja, was meint ihr denn? Ich weiß es nicht. Oh nein! Ja, es ist oh nein! Oh nein! Oh no! Oh nein, was? Oh nein! Was ist es? Es ist kein RPG. Oh, ich weiß es schon. Ja, Glück gehabt. Es ist. Oh. Aber ein Präsentanspiel, Shaolin. Oh. Und ich dachte schon. Leider muss Tekken 3 weichen. Wow! 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 Und ich dachte, the obvious choice. Nee, Shaolin ist mein Lieblingsspiel tatsächlich gewesen. Ich muss auch sagen, ich habe großen Respekt vor Shaolin, denn daraus ist da. Ich muss sagen, die Mortal Kombat-Macher haben sich sehr große Inspiration dafür geholt für ihren Conquest-Mode. Und davon hat Capcom sich inspirieren lassen für ihren World Tour-Modus. Also, vielen Dank, Shaolin. Tatsächlich THQ, was waren das? Die haben das gemacht. Ja, aber generell dem Spiel. Ne? Ja, generell das Spiel. Das ist das einzige Kampfspiel, wo du problemlos gegen vier Leute gleichzeitig kämpfen kannst. Ich würde sagen, schon Shenmue hat es auch versucht. Hat aber Verlust. Ja, aber es ist. Weil ja es einfach viel besser ist. Es ist so hakelig, sagen auch viele, ne? Bei Shenmue ist es so richtig das Problem. Ich bin ein bisschen enttäuscht bei Shenmue, weil ich dachte, das wäre das bessere Shaolin. Ist es aber nicht. Nee. Ja, es ist leider nicht besser. Der Conquest-Modus. Das ist etwas, was aber du hast auch den Conquest-Modus von Mortal Kombat Deception gespielt. Ja, das auch. Das ist auch so ähnlich, aber nicht gleich. Es ist ähnlich, genau. Und was sagst du zum World Tour? Weil du lernst auch die... Ja, aber was sagst du zum World Tour Modus von Street Fighter 6? Es ist ja auch ähnlich. Das ist auch in der Richtung tatsächlich. Ja, es ist tatsächlich auch in der Richtung. Ja. Das ist etwas, was ich mir echt schon gewünscht habe an Street Fighter an sich. Hm. Und es wurde erwünscht, aber es sind nicht die eigentlichen Charaktere, sondern eigene. Also es ist auch sowas wie Shaolin-mäßig, ne? Wenn man es so haben will. Das tust du ja in Street Fighter 6 ja auch, dass du dein Avatar erstellst. Na gut, in Shaolin ist es mehr, ob du eine Frau oder ein Mann bist, und mehr Einfluss hast du nicht. Ja, das ist sehr stark fokussiert auf. Außer wenn du. Auf die also, wenn man schluss ist, ich. Auf die chinesische Kampfkunstkultur, ne?
Shaolin. Es gibt solche kleinen Tipps, die im Spiel eingebaut sind. Mhm. Man soll nicht so viel essen, nicht so wenig. Mhm. Immer so ein bisschen Luft an den Bauch. Und schon wird es besser. Oder wenn du tatsächlich zu viel frisst, dann hat es Auswirkungen auch in deine Zukunft. Solche Sachen halt, ne? Ja, also das ist, ich muss auch sagen, also ich habe Shaolin mitbekommen, aber nie selber gespielt. Ich habe ja sehr viel von dir mitbekommen, seitdem ich dich kenne. Ja. Ich muss sagen, Shaolin war zu der Zeit sehr ambitioniert. Also das... Also ja. Das hat leider ja keinen großen Erfolg gehabt, was ich... Nee, es hat auch eine schlechte Bewertung gekriegt. Mhm. Das sage ich doch immer, das ist Schwachsinn. Es ist vielleicht clunky als Kampfspiel, aber als Gesamtkonzept ist es unfassbar heftig. Du hast ein Kampfsystem drin, du hast verschiedene Kung-Fu-Stile drin und ja. du hast sozusagen... RPG-Elemente drin und du erlebst deine eigene Story, also je nachdem, was für ein Charakter und was für Entscheidungen du machst, ne? So war das. Welche Kampftechnik du benutzt, das ist hauptsächlich die Hauptstory, ne? Ja. Und es gibt dann verschiedene Endings, das ist das, ne? Wie alt ist das? Ganz echt, der böse Sinn, das ist 1999. No, 99. Rausgekommen. Ja. Es hat auch lange gebraucht, glaube ich, ne? Aber ja. Schau, wie groß es ist. Es ist eigentlich ein PS1 Open-World-Spiel. Du hast ein bisschen mehr als 5 Häuser, an einigen Levels sogar 20 oder was, ne? Ja, das meine ich. Ein bisschen Auswahl. Und ja. Das ist das, was ich meine mit Shenmue oder Yakuza. Es hat ähnlich, also wie gesagt, Shenmue und Yakuza haben ja diesen Appeal, dass du in der Stadt bist. Ne? Und das ist dein offenes Areal. Ne? Aber ja, und bei Conquest und bei World Tour Modus, da gehst du ja wirklich. Natürlich hast du eine Oberwelt, ne? Aber trotzdem. Ne, nee, nochmals so den Kampfsystem. Du hast hier echt Kampfsysteme, also wie die funktionieren, dass sich so echt in Fassen kaum ein Kampfspiel, die das richtig gemacht wurde. Außer das manchmal nicht mal oder würde schon weiter. Sogar würde Fall hat es nichts, ein paar Sachen. Sondern Fall drauf starten. Ist auch schwierig. Und es hat auch bei One-Inch-Punch ist so programmiert, wenn der blockt, dann passiert nichts. Aber wenn der dann trifft, connect, dann gibt's Radadadam. Das ist echt etwas, was kaum ein Kampfspiel hat. Ne? Mhm. Oder du hast extra. Weil du mehrere Gegner manchmal hast, einen einzigen Knopf für 8 Wege Angriffe. Wow. Ja, das ist ja kein Kampfspiel, außer Witz. Nee. Glaube ich nicht, oder? Nee. Nicht so, dass es gut, so gut funktioniert. Die Hitboxen funktionieren erstaunlich gut, obwohl es so viele Spielfehler hat. Das gebe ich zu, aber komm schon. Es sind vor der Kanne viele Kämpfer. Volle Kanne, nicht volle Kanne, viele, aber gute Kampftechniken, die du dann erlernst mit der Zeit. Ja, sehr viele Kung-Fu-Stile sind da drin, ja. Ja, 8 sind drin. Ja, 18. Aber die kannst du, die kann, 8, nicht 18. Ah, 8, okay. Aber ist auch eine Menge. Ist nicht so viel, weil jeder beherrscht die Kampftechnik anders. Das ist auch etwas, was gar kein Spieler kann. Du kannst ja nicht sagen, Bio kann dann, da ist ein Move oder sowas. Nee. Das ist, wie ein Kind kann auch nur ein Kind kämpfen, da hat er weniger Hitboxen und sowas. Und ein richtiger Kämpfer kann auch mehr Moves und die Hitboxen funktionieren besser. Ich persönlich würde sagen, Shaolin ist ein Hidden Jam. Ja, es ist so, definitiv. Ja. Vor allem in Europa kennt man das eher überraschenderweise, kennt man das mehr in Europa. Ja. Ich weiß nicht warum, es ist aber so. Ich bin dafür verantwortlich, sag ich mal. Es ist ja auch ein westliches Spiel. Es wird ja im Westen auch. Nee, das wurde tatsächlich in Japan entwickelt. Achso, THQ ist nur der Publisher. Ah, okay. Der hat dann auch andere mitgemacht, ja. Oh. Aber tatsächlich von THQ Japan haben damit gemacht, das meine ich auch. Das siehst du auch an den Credits. Da haben aber auch viele, auch ein bisschen Amerikaner mitgemacht. Also schon ein bisschen weltweit, aber meistens ist tatsächlich japanisch. Eine westliche Produktion, ja. Ja, John, was und sagst du zu Shaolin? Yet again, ein Spiel vor meiner Zeit. Ich kann da nichts dazu sagen.
Ja, aber... ich mach's dieses Jahr, also kannst du immer arrangieren. Aber was sagst du? Ich meine, wir haben ja gesagt, dass Shaolin Inspiration gehabt hat für den Conquest-Modus, für Mortal Kombat Deception. Oder wie nein. Was du ja kennst, ich denke mal, du hast in den World-Tour-Modus reingespielt. Mhm. Was sagst du dazu? Also direkt Shaolin kannte ich ja bei Mortal Kombat, ne, Liu Kang und Kung Lao. Generell das Game, ich kannte das Game nicht. Ja. Ist ja kein Schaden. Also tut mir leid, das zu sagen, aber ich kann damit halt nicht auseinandersetzen. Aber dieses Spielprinzip, was sagst du zu einem World Tour Modus? Weil das ist ja sozusagen die Legacy von Shaolin. Gefällt dir sowas oder? Du kannst Entscheidungen treffen. Also die direkt deine Story entscheidet oder. Ja, ich bin halt actually nicht ein Fan davon, aber ich finde den World Tour Modus actually nice. Ja. Ja, also wie du jetzt jedes Mal zu meinen Sachen sagen würdest, it's not my cup of tea. Ah, okay. Okay, ja. Es ist halt in Ordnung, das kennt man halt nicht jeder. Ja. Ja. So. Willst du noch was zu Shaolin sagen oder willst du jetzt schon los? Was soll ich noch sagen? Es ist nämlich gleich halb neun. Du wolltest ja noch zum Turnier. Kann ein bisschen länger noch durchhalten. Aber ja. Wie gesagt, die Hitboxen, die kann auch verändert werden wie Grabs, obwohl es Angriffstasten sind oder sowas. Mhm. Das sieht man schon öfters, aber nicht mehr heutzutage. Also schon alles durchgemacht, alles gut. Und die Kritik war eben halt so lange Ladezeiten, das ist schon lange. Aber schau, wie komprimiert das ganze Spiel ist. Ja, klar. Das sind 8 Spiele drin, das ist schwach. Ja, das ist natürlich so sagen kann, die Fähigkeit der Programmierer, wie gut komprimiert man seine Spiele programmiert. Und die können trotzdem mega groß sein. 100 Megabyte, nicht mehr ist das. Ja. Verrückt. Ja, verrückt ist, ja. Ja. Ja, Shaolin, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, jetzt kommt das, wie du immer sagst, das beste Spiel aller Zeiten, aber es ist schon. Ich werde dich jetzt damit konfrontieren, selber schuld. Genau. Ja. Kannst du machen. Nicht das beste Spiel der Welt, Tekken 3. Boah. Was war das? Hätte ich nie gedacht. Boah. Niemals. Hätte man nie gedacht. Niemals. Okay. John, are you ready for your best game of all time or not? Noch nicht. Okay, machst du weiter? No. Also, Not yet. Not yet, okay. Beat'em Up Master, ich meine, jetzt fernab von Shaolin, was verbindest du mit Shaolin? Bestimmt die Zeit mit deinem Bruder, denke ich mal. Ja, wo ich wollte das gleiche in das ein Spiel, wo ich das sehe in der Zeitschrift und ich wollte es haben und ich wusste, das ist ein gutes Spiel. Das passiert nicht immer, aber es ist so. Ich habe nicht darauf geachtet, dass es scheiße sein soll, dass es langweilig ist, dass die CPU scheiße ist, die sind nicht scheiße, die sind lustig gemacht sogar. Wenn man es versteht, was es sein soll. Ja. Ja, ich habe es sofort gespielt. Ich habe es nicht bereut, keine Minute, keine Sekunde. Ja. Du kannst eigentlich 16 Mal durchspielen, weil du mit Frau und Junge noch spielen musst, ne? Nicht missgerechnet die ganzen verschiedenen Endings, die du haben kannst. Jetzt musst du beide. Alter. Wie oft hast du es schon durchgespielt? Ungefähr. Also. Bevor ich die Miracle nicht mehr hatte davon, habe ich auch schon 16 Mal durchgespielt und jetzt dann nochmal 16 Mal oder mehr. So oft habe ich es gespielt. Also ein bisschen 30 bis 50 Mal zwischendurch da. Zwischen den zwei Zeiten. Ich kenne das Spiel ja schon, ich habe es immer gespielt.
Und das hat dich vielleicht auch inspiriert, selbst Kampfspiele mal irgendwann zu programmieren, wahrscheinlich? Oh ja. Ja, das haben wir auch inspiriert. Eigentlich alle ist zu mich inspirieren, was ich gespielt habe. Ja, ich finde aber Shaolin ist so ein gutes Beispiel, weil Kampfspiele können funktionieren in einer offenen Welt mit Story und einem Charakter. Das ist crazy. Ja, das hat man nicht erst in Deception gemerkt, das hat man erst in Ziffer 6 gemerkt, das ist man schon auf der PlayStation 1, Leute. Eins. Nicht 2, 3, 4, 5, 6. 1. 6! 1! Ja. Die Map Master was in the future. Ich werde in PlayStation 5, 6 gibt es mehr solche Spiele. Hm. In Ziffer 5. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin. Viele, wo ja den World Tour Modus von Street Fighter 6 gesehen haben, haben viele gesagt, das ist ja wie Yakuza. Weil heutzutage kennt man ja Yakuza mit durch Tokio laufen und Kampfsystem. Ne? Yakuza hat ja auch ein Kampfsystem. Aber Yakuza ist mehr Sidescroll-Beaten-mäßig. Nicht so. Aber du hast aber auch ein Kampfsystem drin. Tatsächlich. Ja, aber nicht so, wie man es halt kennt. Oder nee, das ist Sidescroll. Das ist richtig. Ja, das ist ein großer Unterschied. Aber dann könnte ich dir auch sagen, Shenmue. Oh, ist ein großer Unterschied. Shenmue ist ein Kampfspiel. Ja, genau. Das aber Shenmue ist langsam. Shenmue ist sehr langsam. Wenn man langsam spielt. Ja, also wenn du Shenmue spielst, du spürst dich selber, wie entschleunigt deine Zeit ist. Oh, wow. Die leben es, das ist die Sie leben in der Dünkerzeit. Die haben Zeit, Alter. Die haben Zeit für alles. Ah. Ja. Wie der Lauf, wie die Katzenstreich ist. John kennt bestimmt die Meme von Shenmue 3, The Horse Dance. Nein, nicht gehört? Schade. Leider nein. Die Horstens. Ja, Shenmue 3 hat mich echt enttäuscht, wie scheiße das Kampfsystem ist. Ist doch kein Kampfspiel mehr, richtig? Ja. Ist es nicht so gut entwickelt? Ich weiß nicht, was da los ist. Ja. War wohl eine schlechte Idee, wie damals zu machen. 1:1. Das hätte man doch schon modernisieren sollen. Ach ja. Gut. Das war Beat'em Up Masters. Top 1 Game of All Time. Shaolin. Ja, eine so gute Wahl. Ich bin froh, dass es Tekken 3 nicht war. Ja, diesmal hat die zwei Spiele weggedrängt. Bei aller Liebe, ne? Tekken 3 ist ein ganz wichtiges Spiel für die Kampfspiel, für die Fighting Game Community. Und generell. Ich auch, dass er mein erstes PS1-Spiel gewesen. Because es gibt tatsächlich einen Werbespot, The Mother of All Fighting Games, denn der Vater war ja Street Fighter 2. Ohne Scheiß, guck auf YouTube, es gibt tatsächlich diese Werbung. Das ist kein Shit. auch der Beef zwischen Virtua Fighter 3 und Tekken 3 gab es auch in Japan, ganz groß. Da gab es so Gefängniszettel, Akira gegen Jin. Aber Harada liebt Virtua Fighter, deswegen haben wir in Tekken 7 Lydia Sobieska bekommen. Ja. Fight for Honor. Ja, aber wirklich. Und ich hoffe, dass Lydia kommt, sonst würde ich Harada ganz böse. Nah, I doubt it. Ich glaube, Eddie Goro wird den Slot nehmen. Oh no. Oder, no. Sorry, das zu sagen, aber ich glaube... Christy Montero, the back of Christy Montero. Wow. Naja, also ansonsten würde ich sagen, Lydia wird wahrscheinlich... DLC. DLC-1, ja, DLC-Design. Ja. Höchstwahrscheinlich. DLC. Ey, wenigstens sie kommt. Ich will meinen Polish Prime Minister. Ja? Naja, Als kommt Alisa, ne? Also, würde der neue Charakter nicht kommen, da würde ich sagen, ey, Lydia könnte kommen. Ne? Ja. Aber jetzt, wo ein anderer den Plot benutzt hat, ne? Bin ich ganz ehrlich. Vor allen Dingen, die Tekken-Community ist auch ganz okay mit Lydia. Das ist das. Welcher neue Tekken-Charakter hat so dieses Okay von der Community gehabt?
weil, wenn ich mich hier recht erinnere, Sahin mag nicht jeder, Katharina Alves, fuck this shit up, Fakuram, please delete this shit, Leroy, ja, war noch irgendwelche neue Characters? Nee, ne? Ah ja, Gigas. Gigas ist crap. Sorry. Aber Lydia ist so, aber pass auf, ich zähle Kunimitsu nicht als neuen Charakter. Kunimitsu ist ein, ja, schon neu designed, aber Kunimitsu ist not very new, okay? But Lydia Sobieska, jeder ist mit ihr ganz confirmed. Keiner hat Probleme mit dir. Außer, oh my god, 3-3 hits 70 damage. And banned from tournaments. Bullshit. Wirklich. Was? Ja, die darfst du nicht im Tekken 7 Tournament nehmen. Die ist gebannt. Warum auch immer? I don't get it. Das wurde nicht erklärt. Das wurde nur gesagt, ja. Ich denke, mein Political Storm ist einfach zu krass. Weil du, wenn du Political Storm auf dem Block machst, kriegst du einen Rückstoß. Und dann kannst du Follow-up machen. Aber, ja. Ich denke mir nur so, was labert dir? Das ist minus noch was on Block. Ja, aber du kriegst einen Rückstoß. Und Pro-Gamer haben da irgendwie mit Probleme. Also, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe so ein Video rausgebracht namens DK rastet aus. Ja, danke. Du hast ja Political Storm angewendet und ich konnte einen Jab Punch machen. Und ich denke mir so, was labert ihr alle? Was labert ihr alle, Mann? Also, wer jemand keinen Jab Punch machen kann, ey, ganz ehrlich, die haben Skill Issues. aber warum? Das ist das beste Wort, Alter. Also mir erschließt sich jetzt immer noch nicht, warum Lydia gebannt ist mit den Nervous. Aber okay. Ich verstehe es immer noch nicht, warum kein Leroy, kein Falkram. Nein, Lydia Sobieska. For reasons, I don't get it. Egal. Genau wie der Balance Patch, der letzte Balance Patch, Alter, von Tekken 7. I don't get it, this shit. I can't carry this on. Boah, naja, Crush. Aber ich muss persönlich sagen, ich will, no pun intended, ich muss auch sagen, 7 Jahre lang mit derselben Kampf-Engine rumwerkeln, irgendwann geht's nicht gut. Irgendwann kannst du es nicht mehr ändern. Ne? Also, ne? Fighting Games. Okay. Now, John, are you ready for your best game of all time? Indem ich einen Roman erzähle, ja. ich bin euch ganz ehrlich, meine Favorites Games haben sich so hart rumgeswitcht. Hm. Ne, also es war gefühlt so ein Drehrad, wo halt ein Hamster halt jedes Mal so schnell da rumrattert. Ein Glücksrad schon. Ich würde nicht einen Glücksrad sagen. Ich würde es auch nicht einen Teufelskreis sagen. Ich nenne das einfach den Rat des Verzweiflung. Mm. Ne? Also ich fange mal von Geburt an. Oha, jetzt geht's los. Jetzt geht's los? Ja, also erstmal war es Raiden 2, dann wachs ich ein bisschen auf und dann habe ich Fighting Games kennengelernt. Da war Street Fighter 2 mein Favorite Game. Dann hatte ich ein bisschen Indie Games gespielt oder halt alte Games, ne? Harry Potter 2, World of Goo. Und dann habe ich noch andere Spiele kennengelernt, darunter Mugen. Ja, dank Mugen habe ich dann auch ein bisschen King of Fighters gespielt, also im gecrackten Browser-Mode. Ne? Da habe ich King of Fighters 99 gespielt, da war King of Fighters 99 mein Favorite Game. Dann ging es so weiter, King of Fighters 2002, King of Fighters 2002 Unlimited Match. Welchen Jahr sind wir jetzt? Achso, 2014. Dann haben wir die Wii bekommen, da ging es mir halt komplett durcheinander. Dann
dann hatte ich meine PlayStation 4 bekommen. Und dann, also was heißt bekommen, das war ein Familiengeschenk. Ja, da hatte ich mich so ein bisschen rumgetobt. Dann habe ich Street Fighter 4 gespielt, Street Fighter 5, ne? King of Fighters 14. Ja, da war King of Fighters 14 mein Favorite Game. Ne? 2018 sind wir jetzt wahrscheinlich. Ja, 2018. Tekken 7 war dann mein Favorite Game. Also dann sind wir jetzt auf 2020. Ne? Oh oh. Da kam halt lauter Games rein. Zu viel. Dead by Daylight. Ne? Dead by Daylight. Mhm. Ne? Und da habe ich halt viel zu viele Games gespielt. Und was? Und das war auch bei meinem schwersten Zeitpunkt meines Lebens. Ich hatte da wirklich keine Lebensfreude gehabt. Aber irgendwie hat ein Game es geschafft, dass ich wieder ein bisschen Lebensfreude hatte. Oh. Und das Game kam mitten im Lockdown raus. Und ich bin euch ganz ehrlich, ich schulde dieses Spiel sehr viel. Oh, und das ist Genshin Impact. Ist das, was ich denke? Wow! Okay. Ja. Also wirklich, da würde Raphaels Stiefbruder mich auch zustimmen. Mhm. Weil es halt ein Open World RPG ist, was wo du auf jede Menge Ideen kommst. Mhm. Definitiv auch andere Gedanken. Ja, auch andere Gedanken, weil bist du gedanklich gestört, gehst du einfach in deine Welt rein und plünderst Kisten von gewissen Gebieten. Das war halt die Anfangszeit von Genshin Impact gewesen. Ne? Die Welt umzugucken, Kisten zu plündern, während dann halt bei einem 40-Tage-Patch, ne, jedes Mal neue Sachen hinzukommen, neuer Content, neue Events, wo du mal halt Glück haben musste, dass ein PvP-Event kommt. Mhm. Ja, es gab PvP-Events. Ich glaube, es werden noch PvP-Events kommen. Was kam da noch? Neue Area. Ne? Also in den letzten 10 Updates wahrscheinlich kam halt bei jeder nächsten Update eine neue Area. Und klar, es gab halt zwei Kriterien. Zum einen halt die Story-Erweiterung und dann halt der Roadmap von Genshin Impact. Mhm. Und zum anderen, wo ich dann halt zum Screaming Angry Video Game Nerd, weil ich dann gerade, ich glaube, ich habe es mal in der Gruppe gepostet und keiner hat dazu geantwortet. Ich habe diesen, wenn die es hier einblenden, da hast du den traurigen Angry Video Game Nerd Scream reingemacht, weil ich halt bevor die neue Nation rauskam, habe ich es noch geschafft, drei Gebiete zu plündern, und das war halt die härtesten überhaupt, also compared to the others. Ich wollte einfach nur schreien, weil ich war die ganze Zeit vorm Bildschirm, hab einfach stundenlang Genshin Impact gespielt, nur damit ich halt vorankomme, weil ich dachte mir nur so, ja komm, spar dir für den PC, damit du den Interactive Map halt auf Desktop benutzen kannst. Desktop sagt nope, und da muss ich halt vom Handy aus machen, und ich hab einfach nur geweint, weil ich denke mir nur so, Alter, will ich jetzt vorher noch ein bisschen plündern, da hätte ich nicht diesen Stress. Ne? Aber naja, weg vom Stress, jetzt eine gute Sache. Viele fragen mich, was sind halt die Schlagpunkte, warum du das Game magst. Ne? Das Game ist ja nicht nur für den PC verfügbar, sondern für Last Gen, PS4 und New Gen. Ist ein Multiplattform-Titel. Ja, Multiplattform-Titel mit der catchy Grafik. Mhm. Da wo du gesagt hast, ich verstehe den Design nicht. Ne? Wurde halt catchy gemacht. Ich hab mal ein früheres Interview rausgesucht von dem Macher oder den der CEO von der Firma. Mhm. Der sagte,
er möchte halt so catchy Otaku-Games für Mobile machen. Das war bevor Honkai Impact rausgekommen ist. Ne? Also früher sagte er, this is art, und heutzutage denkt man so, wir haben jetzt den Success. Yes. Ne? Die sind jedes Mal in der Titelseite. Ja. Von gewissen, gewissen, die waren auch in den Game Awards. Nur so nebenbei, Genshin Impact, man glaubt es kaum, ist heute noch das teuerste Videospiel aller Zeiten. Kein GTA 5, kein World of Warcraft, kein Minecraft, kein gar nichts, es ist Genshin Impact. Woher hast du die Info? Das ist eine Info, ich glaube, die ist schon 1-2 Jahre alt, aber wenn man das nimmt, boy. Also Fortnite ist ein Witz. So viel Geld, wie die in Genshin reinpumpen, das ist unfassbar. Das sowieso. Also das Fortnite, sowieso Fortnite ist gut dabei. Also man könnte sagen, das ist schon hinter Genshin, aber so weit, dass man sagt, so dritte, vierte Reihe von sonst was, ne? Konzertbühne oder was, aber Genshin ist sackschwer von Geld. Also da wird so viel Geld reingeballert, aber wundert mich auch nicht, ne? Die ganzen Voice Acting und so weiter und so fort. Alleine das ist schon teuer. Ja, ist auch einer der Schlagpunkte, warum ich das Game auch spiele und immer noch die japanische Voice Lines habe. Ne? Also die Cast Selection ist einfach nur geil. Ja, und das ist auch das einzige Spiel, wo das Gacha-Element nicht sich so in den Vordergrund drückt. Man kann es machen, muss es aber nicht. Mhm. Na, das ist so das Positive. Ja, ich habe es gespielt, weil ich hatte schon gewisse Interesse, weil ich dachte, okay, vielleicht catcht mich ja das Gameplay. Das Gameplay, muss ich sagen, very nice. Very nice. Mein Problem ist, I have no time for this. Und die Charakterdesigns. Manchmal denke ich mir so, bin ich hier in einem Hentai oder bin ich hier jetzt gerade in einem normalen Spiel? Also weil die sehen so was ich halt. Weil ich habe ein Problem mit, okay, anscheinend wird für jeden Charakter ein anderer Designer geholt. Es muss so sein, weil ich kann mir nicht erklären, warum der Charakter so aussieht, der andere wieder so und der andere wieder so. Das ist schon sehr konzentriert. Also ich will nicht sagen, dass jeder Charakter dahinter steckt schon eine Idee, aber boy. Ja? Also wie gesagt, wie der CEO Darway schon sagte, der wollte halt so catchy Game machen und das Design wurde auch absichtlich so catchy gemacht. Und es ist bei sehr vielen gut angekommen. Ja, klar. Ja, und vor allem als ein Handygame, ich muss sagen, als ein Handygame ist Genshin Impact einfach nice. Ne? Also vor allem ich sehe so lauter Handygames-Werbung, wo ich mir so denke, Alter, ist das überhaupt real? Ne? Also ich bin da immer noch am struggeln, ob die Grafiken, die im Trailer gezeigt wurden, real sind, weil ich denke mir so, man hat so den UI gefotoshoppt und dann einfach so ein, keine Ahnung, so ein, wie sagt man das? Blender-Animation abgespielt. Mhm. Ne? Aber bei Genshin Impact muss ich sagen, die lügen nicht. Nee, ja? Das ist kein Fake. Nee, also. Die wissen schon, was sie für eine Technik präsentieren. Also es ist optisch gesehen sehr stabil und sieht auch gut aus. Und ob man Genshin mag oder nicht, aber das wünscht man sich für viele Handyspiele, die rauskommen, die gut sind. Und dann fragt man sich, warum bleiben die nur auf einer Plattform hängen? Ja? Es gibt gewisse Spiele, sei es jetzt Platinum, sei es Capcom, sei es sonst was, SNK oder so. Warum kommt sowas auch nicht für PC? Ne? Und klar, Genshin, ne? Die haben es verstanden. Aber das wünscht man sich für viele Games. Ne? So handybasierte Spiele auf Konsole. Ne?
Beispiel Final Fantasy VII Infinity Crisis zum Beispiel. Das ist, würde ich jetzt spielen. Aber ich spiele es nicht, because Time. Für mich, nein. Ich habe Time dafür, aber für mich ist es anstrengend, auf einem kleinen Bildschirm zu zocken, beziehungsweise auf dem Tablet, weil it's not my type. Also auf dem PC spiele ich generell auch nicht mehr so viel. Ja, ich habe einen Steam-Account, aber dann schließe ich auch meinen Laptop am Fernseher ran und dann spiele ich das über den Fernseher. Das ist so das Einzige vielleicht noch, was ich mache, aber ich finde es schade. Na, console gamer. What? I need a big TV. Yes. Aber was ich auch schätze, wie gesagt, das ist das, was ich schätze an Genshin Impact. Und da könnten sich vielleicht so manche Handy-Developer eine Scheibe abschneiden, weil die erstens, die kennen ihre Community, die wissen, was die Community will. Und das stellt sich auch nicht in Frage, warum die auch so viel Geld scheffeln, weil die sind sehr stilsicher. Die wissen ganz genau, was die bauen und die wissen ganz genau, was sie präsentieren müssen und die Leute gehen ab. Ja, das ist bei Fortnite, das ist so, ja, was soll man sagen? Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich das als Counterpart nehme, weil Fortnite ist ein komplett anderes Spiel wie Genshin Impact. Ne? Aber ich verstehe, ich akzeptiere Genshin Impact für das, was es ist. Klar. Ja, also ein paar Charaktere haben auch schon so catchy Sachen. Was habe ich denn? Charaktere? Wir sind ja immer noch bei Interface. Ne? Dass ich halt überall Genshin draufspielen kann. Ne? Das ist halt schon mal das eine Pluspunkt. Mhm. Andere Pluspunkt, ja gut, Charaktere sprechen für sich. Einige catchy, einige. I don't know. Es gibt halt Charaktere, wo man sich fragt, what's the purpose of it? Bestes Beispiel, Xinyan, Poma oder noch schlimmer, Aloy. Aloy hatte ein Purpose und zwar, because Horizon ist fucking beliebt. Aloy ist fucking beliebter Charakter. Und alle, die PlayStation haben, kennen dieses Spiel und oh, da gibt's dieses Genshin Impact. Oh, how cute sieht Aloy aus? Und dann stellt sich heraus, dass Aloy Bottom One ist. Ist egal. Es hat dich zum Spiel geführt. That's it. Ja, also for real, ich will euch nicht unterbrechen, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit. Können wir ein bisschen abkürzen, bitte? Aber wenn du willst, kannst du auch sonst gehen. Oder sonst gehen, ne? Ich will doch wissen, was du für ein Spiel hast, ne? Ach, du willst. Also, ich mach. Du kannst es dir ja nachher später anhören. Ja, okay. Also ich mach's halt schnell. Ja, für aus. Ja, also Design, also bei Designs finde ich, einige sind auch sehr, sehr schön mit dabei. Ne? Mhm. Und dann halt das Voice Acting, Cutscenes und so weiter, das Combat und dann halt noch das Ganze, also Genshin Impact, mein Gott, alle 40 Tage neues Patch. Ich bin euch ganz ehrlich, das hat mich ja auch dazu geführt, dass ich meine schlechten Gedanken zur Seite gelegt habe und das Genshin Impact ist einfach meine mentale, digitale Zuflucht. Hm. Dein Fels in der Brandung. Ja, also wo ich freiwillig dafür Geld ausgegeben habe. Ja, Geld ausgegeben. Ja, mein Gott, das tun wir alle. Ja. Ja, und das bei wahrscheinlich den beliebtesten und wie sagt man das so schön, den
den Gacha-Game schlechthin. Aber es macht es richtig ja. Halt. Ja, und klar gibt es ein bisschen Flaws, aber mein Gott, dafür haben wir den Community-Tab. Und ja, ich wünschte, ich könnte mehr dazu sagen, aber ich bin immer noch, wie sagt man das so schön? Wie der Reisende es nochmal oder wie halt bei gewissen wie nennt man diese Genre? Jedes Isekai Protagonist. Ein oder wie es bei Adi Furetta so ist. Ich bin immer noch auf dem Weg, meinen Heimweg zu suchen. Ah. Ich wandle. Weil die Reise von Genshin Impact ist ja noch nicht beendet und ich bin ganz ehrlich, I'm hungry for more. Ne? Und nächste Woche Mittwoch soll auch der nächste Patch kommen. Und da kriegen wir die Wassergöttin. Furina. Und ja, definitiv ein Spiel, ongoing Spiel, was wirklich delivered. Ja, was halt gar nicht erst verstecken soll, ne? Also die haben es so catchy gemacht, ne? Und jeder sind auf das Catchiness reingekommen, ne? Egal ob es useless Characters gibt oder overpowered Characters. Also for real. Das ist auch ein Game, wo ich euch noch reinziehen könnte. Get over here! Ja, ich hab's tatsächlich schon 2017 oder 2018 erfahren. Ja, das war 17. Aber ich hatte damals keinen PC gehabt. Das war 17. Ich habe keinen PC gehabt. Oh, tatsächlich. Und so schnell berühmt geworden, Leute. Wahnsinn. Es ist sehr schnell in die Höhe geschossen, ja. Ja. Also ganz ehrlich, ich kannte Genshin Impact seitdem es rausgekommen ist. Ne? Relativ spät. Ja. Ne? He is a true Also durch Raphael bin ich halt dazu aufgesprungen. Ja. Und dann ab den 1. Oktober, also 3 Tage nach dem Release, habe ich durchgehend das Spiel gespielt, weil ich konnte das Spiel einfach nicht loslassen. Nee, also ja. das ist gefühlt meine Alltagsdroge neben Left 4 Dead 2, Guilty Gear 5 und Honkai Star Rail. Ja. Ne? Also das ist gefühlt meine Alltagsdroge geworden und ich werde das Game nie mehr loslassen. Ey, das Gefühl habe ich so ähnlich dieses Jahr mit Street Fighter 6 gehabt. Ne, und ganz ehrlich, ich würde euch gerne dabei mit dazusetzen, weil mein Gott, das Koop-Modus ist einfach das Blessing, weil sobald du keine Ideen hast, denk mal sofort an Koop-Modus. Ne, indem man halt anderen Spielern hilft oder mit anderen Spielern halt kommunizieren möchte und so weiter. Ne? Ja, wir haben. Also, I have a big problem. I play too much video games. Ja. Ich habe noch immer nicht alle Videospiele gespielt, die ich gekauft habe. Das sehe ich jetzt auch so. Ich habe früher nicht, aber damals. Also, ich bin euch ganz ehrlich, ich würde mehr Gründe sagen, aber mir fällt gar nicht ein. Also, I owe this game. I fucking owe this game. Ich fühle es. Ja, ich fühle es sehr. Das ist. Ich hoffe, ihr fühlt es auch. Ich hoffe. Ja, also. Ich meine, ich kenne auch mal mein bester Freund mit seiner Verlobten. Die haben es auch gespielt. Also das ist auch ein super in der Beziehung zusammenzuspielen. Ich meine, okay, jetzt zocken die zurzeit Cyberpunk, aber die haben vorhin auch Genshin sehr viel gespielt. Ja. Ja. Also gut, Leute, ich mache Schluss. Ihr könnt hier noch weiterreden. Ja. Alles klar, wir machen Master. Also, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Ja. Wir sehen uns. Und wenn du meinen Platz 1 wissen willst, dann musst du hören. Ist so. Okay, schau ich da mal rein. Okay. Alles klar. Also dann, bye. Jojo. Okay. Also ich könnte vielleicht die wahre Antwort in 2 Jahren sagen, weil da höchstwahrscheinlich der letzte Kontinent noch rauskommen wird. Aber ich bin dir ganz ehrlich, ich bin immer noch am Rumwandern, ich bin immer noch am Exploren, also da gibt es sehr vieles zu machen und mein Gott, also klar, ich bin halt selber schuld, dass ich halt bei dem
vorherigen Nation halt extrem viel behind war, weil ich halt sehr viel bei der PlayStation 5 vertieft war und dabei halt nicht so viel damit geachtet habe. Und ich bin halt noch immer noch alles am Nachholen. Und mein Gott, ich wünschte, ich könnte den CEO höchstpersönlich sehen. Das hat bisher nur einer geschafft. Mein Gott, Alter, I fucking owe this game. Oh yeah. So, ja, also ich glaube, mein Platz 1 ist, hat einen mehr, sagen wir mal, nostalgischen beziehungsweise ein mehr formbares Ding. Nicht jetzt so ein Purpose wie deins, ich müsste jetzt überlegen, welches Spiel, wo ich eine schwere Zeit hatte, was mich, ich glaube, sowas hatte ich nicht. Ich glaube, da habe ich immer Musik gehört. Ich glaube, wenn ich eine Bad Time habe, dann versinke ich mich in Musik ganz tief und Filme. Aber ich glaube, Videogames, nee, ich glaube, dann habe ich kein Focus und weiß nicht. Aber ja, also ich glaube, meine Top 1 wird, die haben wir schon gehört, von Beat'em Up Master. Es ist ein Game. Jeder, der mich kennt oder der mich die Jahre verfolgt, weiß ganz genau, es wird immer für mich die Nummer 1 sein, bleiben. Es gibt Spiele, die sehr nah dran gekommen sind. Ne? Die werde ich aber nicht erwähnen. Come on, say it! So, jetzt müssen wir mal groß ausholen. Jetzt kommt eine ganz große Nostalgiewelle. Deep breath in, deep breath out, and it's... Okay. Ich sag jetzt das wie Dings, wie John. Wir fangen von der Geburt an. Es ist ein JRPG und mit JRPGs bin ich in Kontakt gekommen. Erst auf der Super Nintendo mit Secret of Mana. Das war mein erstes Squaresoft JRPG. Das habe ich natürlich zu zweit mit einem Kumpel gezockt. Damit fing alles an. Dann natürlich Super Famicom. Ist halt die amerikanische Variante der Super Nintendo und da kamen zum Beispiel nur die Final Fantasy Teile. Da hieß zum Beispiel Final Fantasy 4, Final Fantasy 2 und Final Fantasy 6 hieß damals Final Fantasy 3. Aber das wusste ich damals nicht. Und ich habe damals Final Fantasy 6 gespielt und das war für mich eine Offenbarung. Das war sozusagen Next Level Shit, wie geil JRPGs sein können. So, und dann Final Fantasy, technisch gesehen, kam dann Teil 7. Ich dachte, wo ich Teil 7 gespielt habe, krasser geht's nicht. Also nicht so der Technikfortschritt, das kann nicht sein. Wie geil sieht das aus, bitte? Und wie krass ist die Musik? Und wie krass ist die Präsentation? Und ich schätze Final Fantasy 7 für die Charaktere, für die Musik und so weiter und so fort. No pun intended, ich mag die Charaktere von Final Fantasy. Ich mag vielleicht nicht das Originalspiel, weil ich habe ein paar Problems mit dem Spiel. Besonders mit Death of Aerith und das Ende, weil... Aber die Compilation, für mich zumindest, haut's raus. Ich bin, was die Remake-Teile angeht, ganz toll. Und ich glaube, man hört schon, ja, ich bin ein Final Fantasy-Fan geworden durch Teil 6. Aber leider ist Teil 6 nicht für mich das beste Spiel aller Zeiten, sondern es war für mich, und jetzt kommen wir gleich zu dem Spiel, was ich gleich droppe, aber was kommt nach 7? Haha. Ich habe nämlich wie Final Fantasy 7 damals eine Videothek um die Ecke gehabt und die Videothekenbesitzerin hat mich gekannt und die hat mir dann immer die Spiele sofort gegeben, also so hat mir gesagt, so hier, wir haben dieses neue Spiel drin, Final Fantasy 7, oh geil, ja, dann über Wochenende ausgeliehen, am Mark 50 und dann zu einem Kollegen gegangen, der eine Playstation hatte, weil ich hatte nie eine Playstation 1 selber, ich hatte erst eine Playstation 2 selbst, ne? Das war für mich nicht möglich, ich hatte damals eine M64 und ja, und dann kam, also wie gesagt, ich sagte schon, ne, Final Fantasy 7 technisch, ich dachte, geiler geht's nicht und dann, so, 2 Monate vor offiziellem Release. Gehe ich zur Videothek. Wochenende. November 1999 kam offiziell Final Fantasy 8 raus. Ich teile Drop schon mal das.
dann gehe ich 2 Monate vorher. Dann sagt sie, hey, ich habe hier dieses neue Spiel, Final Fantasy 8. So. Ich lege dieses rein und dann kickt diese Intro-Sequenz rein und ich dachte, du musst dir vorstellen, keine Ahnung, nimm es wie Geburt Gottes oder weiß nicht, der Papst persönlich kommt zu mir oder ich werde, weiß nicht. Ich bin völlig fertig. Also dieses Spiel, ich war nur am Feiern. Ich dachte, was ich da sehe in dieser Intro-Sequenz, das ist Next Generation Shit. Du musst dir vorstellen, das ist Gehirn-Explosion. Und dann kommt in dieser Intro-Sequenz, wenn man über das Blumenbeet fliegt, ich dachte zuerst, ich rätsel immer noch. Ich habe dieses Intro 10.000 Mal gesehen, ich rätsel immer noch, ist das echt oder ist das hier diese Sequenzgrafik? Keine Ahnung. Aber dann, und dann kommt der nächste Kicker. Ich glaube, da hatte ich schon kein Gehirn mehr, da ist, glaube ich, mein Schädel explodiert. Dann kommt dieser Moment, wo die Waffe von Squall Lionheart kommt. Von Himmel so, boom, und dann kommt Gunblade. Ich dachte so, nee, das ist ja wohl der geilste Scheiß ever. Ich war fertig. Das Spiel hatte mich. Meine Seele war verkauft für dieses Spiel. Ich habe an diesem Bildschirm nur noch geklebt. Ich dachte nur noch so, ja. Und das hört einfach nicht auf. Dann nimmt der Titelheld erstmal die Waffe. Boom, boom, boom. Final Fantasy 8. Und dann kommt erstmal ein Kampf, so ein Trainingskampf gegen anderen Typen. Und dann nur noch am Abgehen und so weiter und so fort. Und nach, ich glaube, 2 Minuten ist das Intro vorbei und dann kommt Title und dann geht's los und dein Body is ready. Also, was ich damit sagen will, ist, Final Fantasy 8 hat für mich so ein bombastisches Intro und ich finde, Intros sind immer sehr wichtig, wie dich das Spiel abholt, finde ich. Ich finde, Intros sind sehr wichtig, damit du sagst, yes, let's fucking go, ja? Oder wenn du es betreiben möchtest, let's fucking install. Ja, nee, ohne Scheiß. Da war ich alles. Da war ich bei dem Intro. Du musst dir vorstellen, ich, 8 Jahre alt, völlig am Abgehen. Ich war fertig. Sowas hast du einfach nur nicht gesehen. Also, ich empfehle dir einfach nur, dieses Intro zu gucken. Du wirst mich verstehen. Du wirst mich verstehen, weil es ist so genial inszeniert. Vor allen Dingen dieses Intro, Spoiler jetzt für Final Fantasy 8, das Gespräch, was da stattfindet, ne? Da kommen ja so ein Dialog. Das ist eigentlich das Ende, wo Squall in Limbo gefangen ist, wo er mit Rinoa spricht. Und Rinoa sucht ihn. Und die Sequenz, wir sehen in der Intro-Sequenz eigentlich, wie Rinoa mit der Feder, die sie beschwört, Squall sucht und dann schneidet es zum Himmel und dann sind wir eigentlich in der Jetzt, also da, wo das Spiel ansetzt, im Trainingskampf. Und man denkt so, wie kann die Feder jetzt zu, weil das ist nonverbal, ne? Wie kann die Feder jetzt zu Gunblade werden und so? Aber es ist scheißegal, das sieht so geil aus. Aber das ist, ja, und dann fängt das Spiel an und die Grafik erstmal, die, also du kennst, vielleicht hast du schon mal gesehen, die Original-Ingame-Grafik von Final Fantasy VII, das waren so Kopffüßler. Das waren so richtige klobige Charaktere. Final Fantasy VIII waren richtig modellierte 3D-Charaktere. Und das war so ein Fortschritt in Technik und generell und das Gameplay und die Musik und alles Mögliche. Und das Geile war, wenn du mit Squall kämpfst, ich glaube, das hatte ich auch lange nicht mehr in einem Spiel, wenn du einen Gegner triffst, kannst du, er hat ja eine Gunblade, konntest du den R1-Button drücken, wenn der Hit kommt, dass du noch zusätzlich Schaden machst. Dann hörst du immer so Boom. Das ist so geil. Also generell, die Kombination aus Knarre und Schwert, das ist, ich bin leicht zu begeistern, ich weiß, aber ja, Squall Lionheart erstmal, das ist so ein Dude, das ist das größte Arschloch ever, aber er hat eine Purpose, warum er so abblockt, weil er hat Angst, Menschen zu verlieren, die ihn lieben, und deswegen blockt er so ab.
Das hat etwas mit seiner Vergangenheit zu tun und ich habe dieses Spiel in meinem Leben 8-mal durchgespielt. Oha! Ja, ich habe die Remastered-Version zum 20. Jubiläum gekauft. Ich blende auch mal kurz jetzt mein Final Fantasy 8 Shrine rein und ja, die Frage ist, es gibt ja jetzt mittlerweile 16 Teile von Final Fantasy, also Hauptteile, und warum Final Fantasy 8 für mich so besonders ist, erstens, es ist krass Nostalgie. Also wenn ich diese Musik höre, ich fühle mich versetzt in die Zeit von Videothek, nach der Schule, in der Schule am Freitag ab zur Videothek, die neuesten geilen Videospiele ausleihen für eine Mark 50 übers Wochenende und Montag wieder abgeben. Oder in diesem Lösungsbuch rumblättern und wirklich den geilsten Scheiß da rausholen und so weiter und so fort. Und der Soundtrack für mich, den kann ich rauf und runter hören. Ich kenne ihn in- und auswendig. Ich bin auch ein Sucker für, ich glaube, dieses Spiel hat mich auch geformt. Ich bin auch ein Sucker für, ja, kitschige Love Stories. Ja? Wie kann so ein alter, harter Typ, der Kampfspiele mag, kitschige Love Stories mögen? Weil, ja, sie ist sehr kitschig. Ja, also Noah Hartley ist jetzt auch nicht die üppige Tifa. Ich muss aber auch sagen, Rinoa ist auch, ich hatte einen Crush auf Rinoa. Seien wir ehrlich, wir sind Gamer, wir haben einen Crush, ehrlich. Ja, wir alle haben einen Crush auf irgendwas, aber. Ja, true aber that. Aber das Ding ist, bei Final Fantasy VIII konnte man auch einen Crush haben, weil die waren auch in-game-mäßig gut modelliert. Ne? Das waren ja nicht mehr diese klobigen Klötze, sondern das waren ja wirklich 3D-Charaktere. Also du hast ja wirklich das Design an den Charakteren gesehen. Das Ding ist, und was ich auch sehr schätze an der frühen Zeit, die haben ja kein Voice-Acting gehabt, sondern die haben gestikuliert mit der Musik und das, was in der Textbox stand. Und das hat nicht viele Spiele bei mir bewirkt, wo ich sage, I feel what you mean in dem Moment. Ja, und unter anderem ist Final Fantasy VIII auch für mich ein sehr wichtiges Produkt als Spiel, weil das für mich dargestellt, ab dem Moment habe ich verstanden, was ein gutes Spiel haben muss. Ein gutes Spiel muss gute Technik haben, ein gutes Kampf- oder Spielsystem, was wirklich lockt, geiles Design, Soundtrack und Bombast, also irgendeine Art von Bombast, ja, die mich wirklich abholt. Und daran messe ich, also ich messe jetzt nicht, okay, wie viel besser bist du wie Final Fantasy VIII, sondern okay, let's fucking go, come on, show me what you got, what can you? Und das sind diese Liste, die ich immer abgehe. Und das ist das, was ich Final Fantasy VIII als All-Time-Favorite nehme, weil ich kann es immer spielen. Also ich bin dir ganz ehrlich, dass das mit dem Show me what you've got, ne? Oder wie ich es als Troll Bedger sagen würde, Io Misero. Ne? Ja. John? Das sag ich bei jedes Game. John, wir machen kurz einen Cut, also Pause. Ich bin gleich wieder da. Jo. So, da sind wir wieder aus der Pause zurück und ja, jetzt bin ich ein bisschen in meinem Flow, ein bisschen unterbrochen worden, aber das ist jetzt nicht schlimm, weil ich glaube, ich würde jetzt nicht aufhören, aber Final Fantasy VIII bedeutet auch für mich, ich sag mal so, das Gute an Final Fantasy VIII ist, es ist eine abgeschlossene Story. Nicht so wie Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, mein Gott, er steckt sich über die Compilation und halt jetzt durch das Remake und Rebirth noch weiter. Aber ja, okay, ich bin irgendwo auch ein Final Fantasy Fan, aber das Besondere ist, was Final Fantasy VIII
glaube ich, auch in der Zeit funktioniert hat, ist die Technik halt, das ist einfach eine Augenweide gewesen. Das, wie schon bei Beat'em Up Master besprochen, von In-Game in die Sequenz und von der Sequenz ins Game, das war natürlich, das ist immer noch, ich meine, heute weiß nicht, wie du das machen sollst, aber das haben wenige bis kaum Spiele gemacht, wie das hier. Und Final Fantasy VIII ist ja nicht nur die große kitschige Love Story, klar, das ist wie ein Retrospektive mal sagt, The Ballad of Renoir Hartley and Scroll Lionheart, yes, so kann man es nennen, aber da spielt auch Hexen sind Thema, und Zeitreise ist ein Thema, Vergangenheit. Ich besitze dieses Spiel jetzt will ich mal ganz witzig sein, 8-mal. Ne, in jeglicher Form. Also, was heißt in jeglicher Form? Die einzigen, die ich nicht besitze, sind die japanische PC-Version oder die chinesische PC-Version. Ansonsten besitze ich so ziemlich fast alles Relevante, was ich haben will. Klar, ich besitze nicht die Bandai-Sammelkarten. Ich besitze nicht die Bandai-Figuren, das ist mir halt nicht wichtig gewesen. Ich besitze halt den Soundtrack in 4 verschiedenen Varianten. Ich besitze das Spiel in halt 9-facher Fassung, dazu zähle ich auch die digitale Version der Remastered-Fassung. Ich besitze die auch physisch, dann habe ich die Limited. Dann habe ich die PS1-Fassung in der amerikanischen, japanischen und natürlich die PAL-Fassung. Ja, dann habe ich noch die PC-Fassung, die europäische und die amerikanische in der Big Box. Ja. Nee, und dieses Spiel bedeutet mir viel. Es bringt mir auch Freudentränen, weil es gibt nämlich am Ende eine coole, also es gibt am Ende auch so eine Endsequenz, wo was mit den Charakteren passiert. Und dieses Spiel rührt mich immer noch zu Tränen, so ein versöhnliches Ende. Also, dass noch nach über 20 Jahren dieses Spiel mich so catcht, das schaffen nicht viele Spiele. Tatsächlich nicht. Ich würde sagen, das schaffen eine Handvoll. Ja. Ich muss aber auch persönlich sagen, wir haben ja von Intros gesprochen, es gibt noch ein einziges Spielintro, wo ich sage, das ist der Hammer. Und das ist Devil May Cry 3. Schon wieder DMC. Ja, aber guck, gib dir einfach mal das Thema von Devil May Cry 3 und du weißt, wovon ich spreche. Weil das Intro, das ist auch kinoreif. Also ich rede wirklich vom Intro, wo Lady im Voice-Over spricht über die Legend of Sparta und wie das produziert ist. Also nicht umsonst ist Devil May Cry 3 ein Klassiker. Unter den Videospielen und auch unter den Actionspielen, weil wie filmisch das inszeniert ist, das ist einfach geil. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich auch sage, dieses Feeling, diese Atmosphäre, die ein Spiel dich reinbringt, ist sehr wichtig. Ne? Und ja, was soll ich sagen? Final Fantasy VIII, ich mag das Kampfsystem, es ist auch, wie ich schon sagte, es ist coming home. Also wenn ich dieses Spiel spiele, ich fühle mich wohl. Es ist einfach, ich finde es geil. Klar, dieses Spiel hat Probleme vielleicht in gewisser Weise. Es ist auch vielleicht nicht perfekt, aber für mich ist es irgendwie das beste Spiel auf der Welt. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Es spielt da sehr viel Nostalgie dabei. Dieses Spiel begleitet mich auch schon so viele Jahre. Und es gab nur ein einziges Spiel, was knapp es schlagen könnte. Knapp. Ja, und das war Nier Automata. Und Nier Automata ist jetzt von meiner Top 15 rausgeflogen auf der Eurotime, denn es ist dann Nier Replicant gewesen, weil Nier Replicant, ja, ich kannte das Original Nier schon, aber Nier Replicant hat nochmal
das Gameplay deutlich verbessert. Also das ist alles, was wir wollten als Nier-Fans. Wir wollten, dass das Gameplay besser wird und die Technik. Und das hat super funktioniert. Und es gibt eine Endsequenz, die die Geschichte gut zu Ende bringt. Und oh, es ist, ich muss sagen, es ein Blatt Papier ist zwischen Final Fantasy VIII und Nier Replicant. Ohne Scheiß. Also das sind so diese zwei Spiele, wo ich sage, diese zwei Spiele, boy. Wirklich. Die bedeuten mir die Welt, aber Final Fantasy VIII, that's me. Man denkt so, ey, das ist doch ein Fighting-Guy-Typ. That's me. Final Fantasy VIII. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie mein achtjähriges Ich darüber sprechen würde. Bestimmt voll vulgär und so, hier, yeah, Alter, die Endosequenz und die Waffe, Alter, und die Grafik und das Gameplay und boah, Ifrit und Shiva und boah, ey. Ja, das ist alles in den ersten 30 Minuten, was du da, was das Spiel an Fahrt auffährt, das ist unfassbar krass. Es dauert nicht mal eine Stunde und dann kommt schon diese Tanzsequenz, diese Ballsequenz. Das ist auch ein sehr berühmtes Meme, wo Rinoa ja zu Squall geht, der am Rande steht und I wanna dance with you. Why? You are the best looking guy here. kennst du den, ne? Wo man nee, ja. Fix, für Pixel Squall sieht. Und die Remastered-Version, ja. jetzt kann man nichts mehr machen. Ne? Jetzt sieht er gut aus. Aber das war... Ja, ein Final Fantasy Remastered ist... People die, but someone dances. Okay, das ist aber ziemlich out of context, ne? Was Yuna bringt die Seelen, beschwört die Seelen alle ins Jenseits, die alle gestorben sind. Final Fantasy X, ja, wenn man so auf das Produkt beachtet, ist es ein nice Adventure, but es behandelt auch ja, Leben und Tod, Aufopferung, ja. ist kein leichtes Thema. Bei Final Fantasy VIII ist es halt Hexen, Liebe und Zeitreisen, also Zeitverzerrung. Und natürlich Bewältigung von Vergangenheit. Also Squall ist jetzt nicht der Mustermann. Ich habe irgendwie so ein, ja, kann man sagen, so ich habe irgendwie so ein Fable für solche Charaktere, die erstmal so sind und dann einen Arc haben und sich nachher wandeln. Weiß nicht. Ja, John, du bist die ganze Zeit leise, ich weiß. Final Fantasy, it's not your type. It's not my type. aber was nimmst du aus dieser Begeisterung von diesem Typen hier? Von mir? I don't know. I don't know. I don't feel it. Naja, ich weiß nicht. Ich meine, das ist noch Thema, wo ich halt nichts dazu sagen kann, weil ich höchstpersönlich nicht da drauf viel sagen kann. Ne? Naja, außer dass ich sagen kann, ich kenne nur die Reihe. Na klar, Final Fantasy. Also jeder, der Videospiele spielt, der hat schon mal von Final Fantasy gehört. In irgendeinem Kontext. Also wenn, dann muss man schon wirklich unter dem Stein leben oder unter der Erde, um das nicht so mitzubekommen. Ja, und vor allem die Memes. Ja, also auch dieses Lachen von Tidus, das hat auch Kontext. Also dieses schlechte Lachen, das wird immer missverstanden. Sehr, sehr missverstanden, aber... Wenn man sich die Szene ansieht, es ist eigentlich keine witzige Szene, es ist eigentlich eine sehr traurige Szene, weil Tidus da etwas realisiert hat und weil er hat nicht mitbekommen, dass das Yuna auf eine Reise geht, wo sie sich ja aufopfern muss und das heißt auch ihr Leben. Ah, shit.
Shit. Das heißt, die begleiten sie sozusagen auf dem Weg, auf ihrem letzten Weg. Das ist schon ein paar harter Tobak. Das ist Tobak und deswegen auch diese Szene mit dem Dialog da. Klar, das Voice Acting ist vielleicht jetzt nicht das Allerbeste. Ist auch das erste Final Fantasy, was Voice Acting hat. Aber das haben die sehr schnell drauf gehabt. Da haben sie sehr schnell gute Voice Acting gehabt. Ja. Ja. Ja, Final Fantasy X auch als Spiel ist für mich, glaube ich, da müsste ich mal irgendwann ein Final Fantasy Ranking machen, aber da muss ich mich sammeln. Da muss ich mich ein bisschen sammeln. Ja, aber Final Fantasy 8 ist für mich the best game of the world. That's me. Also ich würde mich selbst anlügen und wenn ich ein anderes Spiel jetzt hier auf die 1 packen würde, es wäre nicht richtig. Es wäre nicht richtig, weil das alles auf anderen Plätzen sind, weil dieses Spiel hat mich geformt, um ja, für mein Verständnis von guten Blockbuster-Spielen. Ne? Du weißt, was ich meine mit Blockbuster-Spiele, wie Last of Us, wie Horizon und ja, man kann auch sagen, Street Fighter 6 ist auch ein Blockbuster Kampfspiel mittlerweile. Steckt ja Geld drin. Oder Resident Evil 4, Dead Space, ne? Oder ja. Ja, ich glaube, mehr gibt's zu Final Fantasy 8 nicht zu sagen. Ich meine, ich habe auch einen Podcast drüber gemacht. Ja? Da könnt ihr in die Playlist reingehen auf Final Fantasy Podcasts. Ja, ob es eine Fortsetzung geben wird, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich will nichts versprechen. Ich habe früher sehr viel Podcast gemacht. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich auch zu diesem Videoformat komme. Ja. Und nun sind wir hier und ich mache wieder Podcasts mit Leuten, die Kampfspiele spielen gerne, aber die auch andere Spiele spielen. Und das wollten wir mit dieser Folge auch wieder beweisen, denn wir sind Fighting Guys und die talken über Spiele und über anderes. Denn Videospiele sind ja nicht nur. Denn Videospiele sind nicht nur Games, sondern sie sind für uns lebenderfüllende Produkte. Medien. Ja. Und wo viele sagten, Final Fantasy 7 wirkt für die viel besser als jeder Hollywood-Film, ich kann das verstehen, aber ich projiziere das nicht auf Final Fantasy 7. Ja, Final Fantasy 7 hat eine Lore, die sich aber erst mit der Zeit aufgebaut hat. Das ist aber die Charaktere, ja, die sind iconic, aber wenn ich ein Spiel nehmen müsste, was besser als Hollywood funktioniert, ich würde schon sagen Last of Us 1. Wirklich. HBO? Nee, ich nehme nicht die Serie, ich meine das Spiel. Das Spiel Last of Us 1 ist besser als jeder verdammte Hollywood-Streifen. Und das kannst du auch nur als Videospiel machen, weil ein Film hat Grenzen. Ne? Ein Film hat nicht so viel, nicht 14, 16 Stunden Zeit, um sowas zu erzählen. Ja. Deswegen ist für mich, also ich habe Last of Us 1 nicht auf meiner besten Liste, also es ist nicht in meiner Top 15, aber wenn ich das erweitern würde, bestimmt. Ich müsste kurz gucken. Ich müsste kurz gucken, welches filmische Videospiel habe ich, wo ich das sagen könnte. Ich gucke. Ja, Metal Gear Solid 3. Ja. Das ist besser als jeder verdammte Action-Agenten-Film. Metal Gear Solid 3. Punkt. Ja. Und John sagt nur,
Ja, Metal Gear kenne ich. Again? Once again? Ja. Ja. Metal Gear ist auch so eine Spielereihe, ja. Sehr wichtig für die Videospielhistorie. Das hat gezeigt, wie Videospiele sich filmisch inszenieren müssen. Also, naja, dabei einen weltberühmten. Und seit? Ja, und dabei einen weltberühmten Soundeffekt zu designen. Ja. Das Warning Soundeffekt. Ja. Ne, hat man ja bei meinen Videos ja auch ab und zu gehört. Mhm. Gerade bei Daylight Videos. Ich habe immer ein Grinsen. Ich habe immer ein fettes Grinsen, wenn ich so höre. Aber man muss sagen, dass also Metal Gear Solid auf der PlayStation 1999 hat ja keine CGI-Sequenzen gehabt, sondern Ingame-Sequenzen. Und das hat sich so filmisch inszeniert, denn äquivalent war damals nur James Bond und Mission Impossible. Und man, that was fucking krass. Ja, klar, mit der schlechten deutschen Synchro. Aber dann kam Metal Gear Solid 2 und ja, da haben selbst die PC-Leute geguckt. Man. Ja. Man. Ja, die Grafik und die Technik. Wie kann das sein, wenn ich in einer Fensterscheibe in der Ecke schieße, dass es sich physikalisch korrekt auseinandergeht? What the fuck? Wasser geht rein, korrekt physikalisch. What the fuck? Regen prasselt physikalisch korrekt von meinem Charakter ab. What the fuck? Ja? Und das ist ein Spiel aus 2002. So. Let's talk about Konami of Good Times noch. Good Times. Ja. Der Fall, der Fall von Konami fing mit 2005 an. 2005, ja. Oh, seit 2005 schon? Mhm. 2004 glaube ich auch schon. Also Silent Hill 4 ist jetzt noch kein misguided product, ist jetzt, aber Bloody Roar 4 ist so. Und Suikoden 5, ja, das sind so die ersten zwei Titel, wo man sagt, Konami, what are you doing? Nee, aber ja. Ich finde, auch wenn Beat 'em Up Master jetzt nicht mehr da ist, ich finde, das war eine schöne Podcast-Runde. Wir haben uns alle unsere Profile mal ein bisschen gezeigt. Das war auch the purpose of the Podcast hier. Dass wir so unsere Persona so ein bisschen zeigen. Ich konnte mal wieder über Final Fantasy 8 sprechen. Hui. Ich konnte endlich mal über Garou sprechen, aber das war sowieso irgendwann mal in Planung, dass ich mal irgendwann so eine Ranking-Stage mache über meine Fighting Games. Aber dass ich über Devil May Cry 5 nochmal spreche. Ich hatte kurz gestruggelt, ob ich nicht sogar Metal Gear Rising nehme, aber wenn man Devil May Cry nimmt und Metal Gear Rising ist, ey, also wer Devil May Cry sagen kann, kann auch Metal Gear Rising sagen, weil Metal Gear Rising ist such a good character action game. Boy. Ah, kann ich dir nur empfehlen. Kannst du auch ohne Kontext von Metal Gear spielen. Klar, du verstehst vielleicht ein paar Vergangenheitsdinge nicht, aber boy, this is such a good character action game. Allein diese Inklusion von Soundtrack und Kampf, das ist I love it. Das ist so ähnlich, wenn du musst dir so vorstellen, die Musik baut sich im Bosskampf so auf, wie als würde So Bad Guy Theme laufen und in Rev 2 er auf einmal in den Dragon Install geht und auf einmal Ready! Komm, Lyrics, kick in and let's fucking go. Und das ist Metal Gear Rising. Yeah. That's Metal Gear fucking Rising. Erstmal fängt der Musik an, ne? Erstmal so das Instrumentale, dann immer wenn du weiter im Bosskampf kommst, baut sich die Musik immer auf und dann, wenn du langsam ins Finale kommst, dann kicken die Lyrics rein und du, yeah, fucking go. Das ist so geil. Let's fucking install. Oder Rules of Nature, ja. Ah. Also wirklich. Yeah, Dryden, yes. Split it wide open.
Metal Gear Rising. Ich feiere diesen Moment, ne? Vor allen Dingen als Metal Gear Fan, dass er ein Metal Gear Ray kaputt macht. Das ist einfach nur so Redemption Arc plus noch dazu. Dass Raiden ein Metal Gear Ray kaputt macht in Metal Gear Rising als ersten Gegner. Das ist so fucking gut. Und dann noch diese Mucke. Das ist. I love this shit. Oh yeah, there will be bloodshed. Ich bin so ein Sucker für so ein Shit. Entschuldigung, aber. Metal Gear Rising, such a good game. Ich würde mir wünschen, so eine mit besserer Technik das nochmal zu spielen. Wo Platinum Games noch wirklich Good Games gemacht hat. Good Games. Ja, Platinum ist leider nicht mehr auf der Höhe. Aber. Was soll ich sagen? Das wär's mit dieser Folge. Oder. John, hast du noch irgendwelche? Nö. Ja. Nee, alles klar. Ja, wir müssen erstmal alle unsere Gefühle sammeln, weil das ist das, was ich erreichen wollte, dass man so ein bisschen wieder so sein Herzblut, seine Leidenschaft für Videospiele zeigt. Ja, und ich hoffe, ich lege da vielleicht so eine kleine Diskussion an unter den Kommentaren und weiß nicht, erzählt mir, sonst erzählt uns, ja, das bin ich nicht alleine, erzählt uns in den Kommentaren, was sind denn eure besten Spiele aller Zeiten oder was verbindet ihr mit diesen Videospielen und wie zum Beispiel, weiß nicht, klar, Corona war auch eine Zeit, aber John hat zum Beispiel Genshin Impact für sich gefunden und ich kann es voll verstehen. Ich habe nicht so ein Äquivalent. Mein Äquivalent ist mehr so nostalgischer Gefühle und ein Spiel, was mich immer noch begeistert bzw. mich geformt hat, ja, oder was auch immer. Und wo ihr sagt, that is all my all-time favorite. Ich werde vielleicht bald in der Ranking-Stage mal kommen. Ja, eine Ranking-Stage, die mal ein bisschen mehr produziert ist, die nicht nur Jahresendvideos hat. Denn ich habe lange keine Ranking-Stage-Videos mehr so produziert wie 2018, wo ich meine Rankings gemacht habe für die E3. Wo ich dann selbst aber entschieden habe, meine Kompetenzen ein bisschen einzugrenzen. Da ich halt nicht mehr den Überblick habe, beziehungsweise diese Konferenzen, E3 ist ja sowieso nicht mehr da. Die E3 ist auch nach ein paar Jahren nicht mehr so relevant gewesen. Und so generell auch das Projekt hier, was ich hier die ganze Zeit mache, GameStage 5, ja, ich nenne es immer noch ein Projekt. Das ist kein Kanal, das ist kein Studio, das ist gar nichts. Das ist einfach nur meine Plattform für meine Art, mein Hobby mit anderen zu teilen und that is the purpose. Nothing more. Not for the fame. For the fun. And enjoyable for the people. Ja. Weil ich denke, es ist wichtig, meine Begeisterung mit anderen zu teilen. Auf John perlt das, glaube ich, auch ab. Ein bisschen. Nein, du. Ja. Ja, aber ich würde mal sagen, wir beenden mal diesen Podcast. Ich muss mal kurz auf die Zeit gucken. Oh man, 2 Stunden 13. Mein Gott. Ja, da bin ich ein bisschen. Aber hey, wir sind 3 Leute, wir hatten 3 Spiele. Wir haben alle ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Jeder hat ein bisschen auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ja. Mal gucken, ob wir wieder so eine Folge machen oder in anderer Form. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, ich bin DK, das ist GameStage 5. Ich bin John Q. Doctor. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Fighting Guys Talks. Wurde kein Wiper.
und Ride the Lightning!